Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2 und der Königsklasse. Nicht wundern über diesen etwas komischen Start. Ich wollte euch nur eben innerhalb von einer Minute kurz was zeigen. Und zwar habe ich mir ein bisschen die Liste hier bearbeitet, die ich mal mit euch in der ersten Königsklassenfolge durchgegangen bin. Und so sah das bei mir in meiner allerersten Version aus, wo ich einfach nur die Mission aufgeschrieben habe, die ich gemacht habe. So sah es für die Königsklasse aus, bei der die Königsklassenmissionen hier aufgelistet sind. Hier die problemlosen Missionen, also die einfachsten Missionen. Und hier links einmal alle Missionen, die es gibt, von oben nach unten aufgelistet. Mit DLC-Namen oder Paketnamen, Kampagnennamen, Missionsnamen, Volk, meine Bewertung dafür in Prozent oder halt von 0 bis 100 bewertet. Und dahinter die Schwierigkeit, in welcher Stufe das eingerankt werden würde. Ja, ich habe 5 Stufen gemacht. Das geht halt von problemlos, einfach, zu geht so, zu schwer, zu Königsklasse. Und das hätte ich halt dann unendlich so weiterführen können. Ich hatte irgendwie 500 Stück vorbereitet oder so, oder 300 irgendwie sowas. Ja, 300 waren das. Aber ich fand die Liste irgendwie unübersichtlich. Vor allem, weil hier sehr viel ungenutzte Fläche ist. Zumindest für meinen Bildschirm. Und ich das Ganze halt immer aktiv weiterführen möchte, habe ich das Ganze neu gemacht. Und ich wollte euch das mal eben zeigen, weil ich fand das interessant und dachte, vielleicht interessiert euch das auch. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ja, ist erstmal vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, aber wenn man einmal das System drin hat, ist es eigentlich sogar deutlich einfacher. Wir haben jetzt die Zahlen ohne Schrift, das heißt, vorher hatte ich ja hier geschrieben, geht so einfach, Königsklasse und so weiter. Aber da die Farbe ja eh schon selbstsprechend ist, ist jetzt nur noch farblich markiert. Ne? Wenn du jetzt irgendwie siehst hier, aha, der hat 80, ist rot, ist halt schon schwierig. Ne? Das ist dann ein bisschen einfacher. Ich werde noch hier rechts nochmal eine neue Gruppe so machen, bei denen halt steht, in welcher Stufe die so sind, also wer hier irgendwie wo mit drin ist. Aber vielleicht mache ich das auch nicht, keine Ahnung, ist ja auch egal. Mir geht es eigentlich nur darum, euch das kurz zu zeigen. Hier steht das ganze DLC. Oder halt aus welcher Gruppe das kommt. Die Königsklasse hat eine eigene bekommen. Return of Rome wurde zum 2 Kampagnen weiter, deswegen sind jetzt 5 Zahlen statt 3. Und ansonsten steht daneben halt die Kampagne mit einer Nummer, wie vielte Kampagne das ist. Ne? Also, das ist auch nochmal wichtig. Da müsste ich aber auch noch farblich, fällt mir gerade auf, markieren, wann die hier gespielt worden sind. Dann seht ihr generell hier übrigens die Mission 1, 2, 3, 4 bis hin zu 9, weil es gab bis jetzt keine Kampagne mit mehr. Das war aber auch nur die Herausforderungsmission. Und diese Missionen haben am Anfang eine Zahl, die entweder blau oder rot ist, ob ich die gespielt habe oder nicht. Ne? Blau heißt, ich habe die, rot heißt, ich habe die nicht. Dabei sortiert die diese Farbe aber nur nach Zahl. Das heißt also jetzt, das nächste DLC, Mountain Royals, ist halt im Endeffekt jetzt hier als gespielt eingelistet, weil ich halt die drunter gespielt habe. Aber das ist ja eigentlich auch nur die Folgennummer. Er macht jetzt nicht die Mission einzeln, sondern welche Folgennummer ich habe. Dann hat er dahinter eine Markierung, farblich halt, für die Schwierigkeit der Mission. Das gilt für alle Missionen. Und dahinter der Missionsname selber. Das Volk und so fand ich dann doch relativ unwichtig, ehrlich gesagt. Und generell ist das Ganze jetzt aber noch ein bisschen zusammengelisteter. Und zwar habt ihr hier über der Mission so einen Durchschnittswert von allen Missionen, die in der dritten Mission sind. Also alle dritte Missionen insgesamt haben die Schwierigkeit 47 und so weiter. Wie ihr seht, es ist relativ ausgeglichen eigentlich alles. Die letzten beiden kann man nicht so richtig beachten, oder die letzten drei eigentlich nicht, weil dafür sind halt zu wenig Werte drin. Und das gleiche habe ich auch mit den Kampagnen gemacht. Und dass die Kampagnen untereinander sagen, sowas wie Devapala zum Beispiel, guckt halt die ganze Mission von sich an. Aha, wir haben 5 gespielt, davon den Durchschnittswert sind 37, ist eine relativ einfache Mission, fertig. Na, so als Beispiel, Kampagne. Die Kampagne werden hier oben auch nochmal zusammengezählt als einen Durchschnittswert. Und dann das ganze DLC nochmal als Durchschnittswert hier, wovon auch von allen ein Durchschnittswert gezogen wird. Das heißt also, insgesamt gesehen ist das ganze Spiel bei einem Durchschnittswert von 49. Und da muss ich sagen, finde ich perfekt, weil wenn das Spiel genau in der Mitte einen Durchschnittswert hat, ist das Ganze schon hervorragend. Und die Königsklasse steht jetzt hier unten. Das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Gehen wir ins Spiel jetzt rein. Weil die nächste Mission für uns wäre ja, weil wir hatten ja gespielt, der schlafende Kaiser und auch die besten Pläne von Bari. Ne? Das hatten wir gemacht mit der Burg letzte Mal. Wir gehen jetzt also zu Barbarossa und der Lombardbund. Nicht Lombardbund, Lombardbund. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Barbarossa. Ganz oben habe ich einen Schreibfehler dran. Geht ja gar nicht. Nee, da steht er drin. Habe ich nur verkackt. Okay. Der Lombardbund. Auf geht's. So. Muss kurz für euch laden. Sorry, weil der die Szene nochmal kurz aufziehen muss hier. So, passt. Kampagnen. Wir gehen zu Europa. Und dann gehen wir zu dem Lombardbund. Wichtig jetzt noch dazu zu sagen, auch noch kurz relevant ist, ab nächste Woche gibt es keine Königsklasse vorerst. Weil das jetzt
Nee, warte, stimmt nicht. Stimmt nicht. Moment. Es kommen zwei Königsklassen wie das heute und das nächste Mal. Und danach kommen dann die drei neuen Kampagnen. Tamar, Tauros der Große und Ismail. Danach kommen dann die zwei Kampagnen, die bei Return of Rome neu gekommen sind. Also The Ascent of Egypt und The First Punic War. Und dann geht die Königsklasse weiter. Mein Gott, was für ein Hin und Her. So, jetzt aber. Der Lombardbund. Schauen wir uns mal ganz kurz eben an. Dann sprechen wir ganz kurz darüber, warum die so schwer ist. Und dann schauen wir uns an, wie wir sie jetzt lösen. Weil ich will die ja auf einen anderen Weg machen, als wir es beim ersten Mal gemacht haben. Was nicht immer möglich ist, wie bei Buben zum Beispiel. Aber wir versuchen das. Diese Mission ist nämlich, meiner Meinung nach, extrem schwer gewesen. Also ich meine, die ist nicht ohne Grund in der Königsklasse. Aber diesmal nicht aus irgendeinem bestimmten Grund, sondern wirklich, weil die schwer ist. Und das ist selten. Macht es aber eigentlich umso besser. Ich habe jetzt in Erinnerung, dass es zwar hier und da zwar ein bisschen mies erschienen so ist, die Mission, aber eigentlich ist sie sogar relativ fair. Und wir schauen uns eben ganz kurz an, was denn jetzt eigentlich der Grund für alles ist. Wir haben hier eine sehr, ich meine, wir können, es ist ja Königsklasse, wir können es auch nicht machen. Marco Polo. Waren angegriffen. F9 für, nee, warte, nicht F9. Warte, was für Pause? Einfach P. F3 war Pause, ne? Ah, sie ist F3, nicht F9. So, wir schauen uns das Ganze eben einmal an, ne? Weil es ist ja Königsklasse, wir können das ruhig machen. Wir kennen das ja alle schon. Und wir sind normalerweise hier in einem relativ kritischen Bereich am Spawnen. Haben so ein paar einzelne Truppen, die uns jetzt nicht wirklich viel helfen zum Verteidigen. Kann man machen, ist aber jetzt nicht so relevant. Wir haben hier drei Dorfbewohner, das war's. Und dann haben wir im Endeffekt hier eine Flotte, die wir bekommen können. Da sind ein paar Einheiten drin. Und hier unten haben wir ein kleines Startgebiet, theoretisch. Wobei uns das Spiel selber sagt, ey Jung, verpiss dich mal von hier. Wir werden hier gerade belagert, wie ihr seht, von ein paar genuesischen Armbrustschützen, ein paar Kavalieren, Rammböcken und Armbrustschützen plus einem Tribok. Also sich zu verteidigen ist fast unmöglich. Was ich nie getestet habe, ist einfach mal ganz kurz hinzufahren, mir diese Schiffe zu holen, hier zurück zu landen und das Ding versuchen zu halten. Das habe ich noch nie versucht, könnte funktionieren. Keine Ahnung. Aber erstmal ganz kurz gucken, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige hier? Wir haben eine Flucht, die wir machen müssen. Ne? Wenn wir fliehen würden, würden wir mit diesen Truppen hier zusammen da wahrscheinlich landen. Ne? Wir haben dann hier ein bisschen Gold, ne? Das sind insgesamt 8 Blöcke Gold. Wir haben hier ein bisschen Stein, sogar deutlich mehr, als man eigentlich jetzt gedacht hat. Und hinten nochmal so ein bisschen Gold übrig. Wobei das halt auch stark in Wassernähe ist. Ansonsten haben wir hier direkt auch Kontakt zu einem Gegner. Ne, das ist unsere einzige Stelle, wo wir rübergehen können. Der einzige Begegnungspunkt zum Gegner. Und der grüne ist halt so gesehen dann unser erstes Ziel. Darunter liegt direkt der lilane. Wie man sieht, relativ gut verteidigt aus Wasserwegen. Der ist halt überall mit Türmen, wobei das Kanonentürme sind. Die haben nicht so viel Reichweite wie ein Pfeilturm. Also eigentlich könnte man den mit Schiffen relativ gut pushen, theoretisch. Das habe ich mich damals auch noch nie probiert. Und halt eine Burg. Ne? Aber rein in der Theorie müssten wir eigentlich relativ gut hingehen können. Und mit Kanonenschiffen, weil die haben 8 plus 2, wir können mal ganz kurz gucken, damit müssten wir den aber eigentlich easy wegschießen können. Geil, das steht natürlich nicht dabei. Ja, hier der 15. Wir gehen mal davon aus, dass die ähnlich ist, aber die ist auf jeden Fall weiter als ein Kanonenturm. Ja? Das heißt, wir könnten uns dann hier hinschillen, die Türme abschießen und könnten den rein in der Theorie finishen, ohne dass wir Landeinheiten benötigen. So die Theorie. Dann haben wir hier einen gelben, der ist so ein bisschen dazwischen. Der sieht nach nichts aus, aber glaub mir, der Spam von den ganzen Gegnern insgesamt ist tatsächlich sehr, sehr stark. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Da war doch eine Menge, die du verteidigen musst. Aber, warum ist das Scoreboard aus? Ich entsende meine Ritter zu eurer Unterstützung. Okay, keine Ahnung. Ansonsten haben wir hier unten noch den Orangenen, der hat nur 2 Kasernen, eine Burg und ein kleines bisschen Kleinkram. Das ist eigentlich alles relativ harmlos, wenn man sich so anguckt. Die Masse macht es halt einfach vom Gegner. Das sind halt 4 Gegner, du schießt ein bisschen unter Druck, das ist halt das Schwierige. Ansonsten geht's eigentlich. Hier noch so ein kleiner Außenposten von Grün, der hier vorne rumgammelt. Und das war's. Die 2 Wasserwege hier unten habe ich vielleicht vergessen noch zu erwähnen. Hier oben gibt's noch 4 Belagerungskanonen, eine Burg und 2 normale Türme plus Hafen. Und hier unten gibt's noch mal einen Kanonenturm. Beide Inseln könnten wir auch einnehmen, wäre sogar praktisch, weil wir hier dann direkt Gold hätten. Was uns jetzt erstmal auffällt. Das ist das Wichtigste. Startposition. Das ist nämlich der Punkt, der mich damals ein bisschen hops genommen hat, sag ich jetzt mal. Das war echt schwierig.
Wenn du hier unten bleibst, hast du sehr wenig Ressourcen. Ich rede jetzt nicht von Stein oder so, damit bist du sogar gut ausgerüstet. Nahrung geht sogar anfangs auch, wir haben hier wirklich viele Schweine, wir haben Schafe, ganz viele, wir können ja auch angeln ohne Ende, ne? Wir haben ja auch Schiffe dafür, also nahrungstechnisch sind wir gut ausgerüstet. Holz wird schon ein bisschen knapper, es reicht zwar erstmal, aber um so einen richtigen Spam hinzulegen, müssen wir halt rauspushen. Da müssen wir diese Wälder hier einnehmen. Und hier dann Rohstoffe sammeln und kämpfen ist halt schwierig, wäre aber sehr lohnenswert, weil du eine Masse an Gold dann hast. Damit hast du eigentlich dann easy Ressourcen bis zum Ende des Spiels. Ist aber halt schwer zu verteidigen, weil hier alles mit Wasserwegen offen ist, der gelbe direkt daneben ist und der orange direkt daneben ist. Also relativ schwierig die Startposition. Wenn du dich hier einbunkerst, cool, brauchst aber trotzdem auch Kräfte zum Rauspushen gegen Tribok und so. Ist ein bisschen stressig, aber geht alles, ne? Geht. Nächster Punkt. Wir könnten darüber fahren. Ne, da ist natürlich jetzt die Sache, wie fahren wir da am besten? Das Spiel will wahrscheinlich, dass wir hier lang fahren, weil hier der Turm ist ja da unten mit einer Reichweite, die nur bis zur Insel geht. Also hier könnten wir lang fahren, da oben landen und uns dann hier aufbauen. Das wäre schon mal das, was das Spiel will. Ja, weil hier dran vorbeifahren, nur so als kleine Info, wäre halt relativ tödlich für die Schiffe. Und da müssen wir uns dann hier durchschlängeln. Auch machbar, ist ein bisschen kürzer, aber da stehen wir halt dann direkt unter Angriff und so. Ne? Das wäre vielleicht auch ein bisschen doof. Hier oben die Position hat auch wenig Holz. Nahrungszugang ist mittelmäßig, finde ich. Es gibt zwar Bärensträucher, zweiter Stück. Es gibt auch Tiere, aber halt eher Wölfe statt Schweine. Und die bringen uns halt nichts. Schafe gibt es ein bisschen. Wenig, aber nur. Und Holz ist halt auch eher miserabel. Ne? Gold haben wir zwar ein bisschen Zugang zu und Stein auch. Aber der größte Negativpunkt dabei ist, du bist halt durchgehend im Wasserzugang. Das heißt, du musst dich davor schützen oder du musst Schiffe ausbilden. Finde ich beides eher schwierig. So, weil dann musst du dich auf Landweg und Wasserweg konzentrieren, das könnte dann ein bisschen zu teuer werden. Außerdem, um da rauszukommen, um weiter rauszupushen vor Holz oder so, musst du gegen Gegner kämpfen. Na, du kannst hier nicht irgendwie hingehen, da Holz hacken. Das wird zwar kurz gut gehen, dann kommen aber spätestens die Truppen und vernichten dich. Das heißt, du bist gezwungen, auch direkt einen Gegner zu finishen. Und da wird es jetzt schon wieder ein bisschen stressig. So, ansonsten, was tun wir? Beim letzten Mal hatten wir es abgeschlossen. Das kann ich mir eben noch mal ganz kurz raussuchen. Das wollte ich vorbereitet haben. Habe ich vergessen. Schaut es nämlich eben ganz kurz einmal an. Ich bin eben auf meinem Kanal. Kimperigelichus. Age of Empires 2. Barbarossaw. Schauen wir ganz kurz nach. Königsklasse, der schlafende Kaiser. Der Lombardbund. Da habe ich es, Folge 29. Da habe ich mich direkt jetzt selber quasi angeklickt. Ihr seht es jetzt hier ganz kurz. Das ist dann dieses nette Ding hier. Und da hatte ich halt, ist schon ein Stück her, also ich meine, wenn ihr mal guckt, das Ganze ist 2020 gewesen. Im Juli, ist also über 3 Jahre her, ja. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ich fand die Mission, und so habe ich sie in Erinnerung, dass sie sehr, sehr schwer ist. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass ich da an einem Punkt war, wo ich das Spiel quasi schon länger nicht mehr gespielt hatte und quasi neu angefangen habe. Es ist ein Spiel, was ich schon seitdem ich ein Kind spiele. Aber diese ganzen Anfangsmissionen, also ich würde sagen, die ersten 5 bis 10 Kampagnen, war ich halt noch in der Gutwertphase. Ja? So, ich würde sagen, wir sind mittlerweile auf einem ganz anderen Skill-Level als damals. So. Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wir haben uns halt oben aufgebaut, haben den eingenommen, Weltwunder gebaut und verteidigt. Wir sind gar nicht in den Angriff gegangen, weil uns irgendwann die Ressourcen ausgegangen sind. Wenn ich jetzt hier so sehe, wir haben keine Wasserwege eingeschlagen. Wir haben die Ressourcen so gut wie aufgebraucht. Und wenn wir uns mal Truppen hier angucken, wir haben Kanoniere und Tribocke. Das ist noch relativ gutes Zeug. Aber wir haben im Endeffekt bis auf Holz und Nahrung nichts mehr so zur Verfügung gehabt. Wenn man auf eine Karte mal guckt. Wir hätten zwar noch mit dem Schiff hier runtergehen können alles, aber prinzipiell habe ich mich darauf geeinigt dann, yo, Weltwunder und verteidigen. Das Ganze werden wir diesmal nicht machen. Wir gehen auf einen puren Vernichtungskrieg. Das ist schon mal das Erste, was wir ändern. Und zweitens will ich mich nicht oben aufbauen, weil das ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir gehen unten hin. Und wie gesagt, wir gehen auf pure Vernichtung. Mein Plan ist es, direkt mit dem Schiff am Anfang hier hinzufahren, die Verstärkung zu holen, die ganzen Dorfbewohner und auch Deutschritter und so weiter hier reinzuholen. Die Reiter und so gehen auf den Tribok. Das ist das Einzige, was sie erfüllen müssen. Der Rest ist egal. Die müssen eh relativ gut Verteidigung haben. Oder eventuell den Onaga. Also Onaga und Tribok sind Main-Ziel. Die Verstärkung holen wir, die nicht an Alleinheiten. Wir machen hier direkt Mauern rein. Ein Tor haben wir ja schon, also machen wir direkt zu. Wir werden hier oben rechts direkt zu, ganz zu machen oder vielleicht mit einem Tor, mal gucken. Und werden uns dann, weil wir haben ja schon ein Dorfzentrum, wir werden aber noch ein zweites bauen.
zweites Dorfzentrum. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, das ist wichtig. Das kostet 100 Steine. Das heißt, wir können uns noch eine Burg leisten. Die setzen wir dann auch direkt. Als der einzige logische Punkt für eine Burg, den ich jetzt so sehe, ist es eigentlich dieser Hügel hier unten. Wir hätten dann einmal den linken Zugang geschützt, haben einen kleinen Bergbonus und wir haben eine Ressource Stein gesichert. Das ist gut. Na, ich meine, wir haben eh genug Stein im Hinterland, das heißt, wir könnten dann easy auch eine neue Burg bauen. Und die können wir dann irgendwie hier dazwischen setzen, damit wir hier so eine Burgfront haben. Nächsten Punkt, den wir machen wollen, ist auf jeden Fall dann diese Ressourcen hier einnehmen. Das heißt, wir müssen dann erstmal hier hingehen, da eine Burg bauen, das grüne Lager vernichten, hier eine Burg am besten hinbauen, damit wir die ganzen Ressourcen alle für uns einnehmen. Das ist so zumindest der Grundplan, den ich habe. Und dann vernichten wir aber gleichzeitig noch, während wir das alles machen, bauen wir Schiffe und versuchen so früh wie möglich den Lilanen zu vernichten. Das heißt, wir werden versuchen, auf Schiffswegen groß zu werden, weil der halt relativ lächerlich vom Aufbau her ist, wenn du den auf Schiffswegen angreifst. Er hat zwar zwei, drei Häfen, aber da können wir bestimmt ganz gut gegenhalten. Und mit dem Gold, was wir hier hinten haben, sollte das funktionieren. Also verteidigen mit Trash, Angriff mit Schiffen, mit Gold-Units natürlich dann. Klar. Wenn wir das erledigt haben, finishen wir kurz den Orangenen und mit zwei Gegnern, die übrig bleiben, sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Das ist der Grundplan. So, genug gequatscht, auf geht's. Unser Stützpunkt wird von den Lombarden angegriffen. Ja, dass ich soll. So. Ich entsende meine Ritter zu eurer Unterstützung, doch ich das fürchte, schon mal gut. Sie werden zu spät kommen. Dann hat er für den Onaga, das ist wichtig. Einmal landen bitte. So, alle Schiffe gehen schon mal an die Arbeit eigentlich, würde ich sagen. Bitteschön. Ja, Rete. Okay. Hey, ja? Das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Streitkräfte erneut aufbauen müssen, ehe wir Italien erobern können. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Irgendwie wollten die jetzt nicht ins Schiff reingehen. Das war jetzt richtig dumm. Wir packen die nicht ins Dorfzentrum rein, wir packen die Warners rein. Unser Stützpunkt wird von den Lombarden angegriffen. Dies war, dass ich soll. Ach, jetzt geht das auf einmal. Ja, dies war. Ich entsende meine Ritter zu eurer Unterstützung. Doch ich fürchte, sie werden zu spät kommen. So, du gehst dahin. Und ihr geht dahin. Wir gehen direkt da drauf. Schicken die dahin. Die dahin. Die gehen an die Arbeit. Angriff. So, raus und perfekt. Hey, ja, das ist toll. So, es sollte eigentlich funktionieren jetzt hier alles. Hey, ja. Rete! Ja, das war so. Dritten neues Dorfzentrum. Hallo? Ah, jetzt hat er das genommen. Cool. Setzen wir direkt mal da hin. Den Turm brauchen wir gar nicht, es tut mir leid. Das ist schlecht, dass er natürlich genau da jetzt reingeht. Perfekt. Okay, cool. Ungünstig gelaufen einfach jetzt hier. Na, wer wird sie sterben? Sie wird sterben. Na, doch nicht. Krass. Nicht schlecht. Könnt ihr den bitte auch finishen alles hier? Au. Kannst auch ruhig finishen gehen, Jung. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal ganz gut funktioniert eigentlich. So, den hätten wir. Passiv. Ich weiß, war jetzt ein bisschen sloppy alles so, war nicht ganz so geil, aber es sollte funktionieren. Ja? So, ihr geht direkt da unten bauen. Den schicken wir jetzt einfach mal ganz kurz damit runter an Holz, ist erstmal egal. Du baust hier schon mal ein paar Häuser hin. Schafe schicken wir hoch. Du kommst ganz kurz hier hin und machst da mal ganz kurz erstmal zu. Wir brauchen kein Tor. Da reicht's, wenn zu ist. Wir verteidigen uns hier lieber. So, unsere Schiffsarmee, die folgt uns natürlich hier direkt hin und killt den hier. Das ist zumindest unser Ziel gerade. Und alle Transportschiffe schicken wir erstmal ganz kurz in die Ecke. Oder von mir aus auch da unten hin. Da haben die was zu tun. Die beiden gehen dahin.
Okay, danke. Er hat sich erstmal meine Dings gesnackt. Können die es einnehmen? Ja, können die sogar. Cool. So, wir brauchen immer noch ein paar Häuser. Das sollte aber relativ fix eigentlich gleich gehen. Gold ist gerade ein bisschen unnötig, meine Freunde. Aber trotzdem danke für eure versuchte Hilfe. So, du kannst jetzt mit direkt hingehen und schon mal mit dem zusammen eine Burg bauen gehen. Ich würde tatsächlich aber, bevor wir da links den Berg annehmen, eine einzige Defensivburg nehmen. Das ist egal. Eigentlich egal, ne? Und ganz kurz nicht zu vergessen, wir sind die Teutonen, das heißt, wir sind ein unberittenes Volk, das ist auch nochmal relevant. Das heißt, wir gingen auf jeden auf Hilibardiere, safe schon mal. Und wir haben ja auch, Deutschritter, jetzt hab ich's. Die werden wir vielleicht machen, aber nur wenn der Stil da ist. Also, wenn ich Bock drauf hab, dann machen wir es, ansonsten nicht. Ne, weil die sind schon echt geil. Ansonsten, Felder kosten wenig, bla bla, alles schön gut, nur das sind so die ganzen Standarddinger, die man so irgendwie jetzt nutzen kann, aber jetzt ist nichts bei, wo ich sagen würde, boah, heftig, da müssen wir jetzt unbedingt drauf gehen, außer halt einfach Infanterie und Schiffe und das. Es ist halt ein bisschen Standard irgendwie. So, hier in Naro müsste eigentlich alles gut funktionieren können. Wir gehen mal ganz kurz hin und machen mit beiden erstmal den Sammelpunkt hier auf Holz. Hey, ja. Drei von euch gehen bitte hin, machen da schon mal so ein Lager rein, einfach damit es schon mal läuft. Ja, Räte. Ihr geht dahin, macht da schon mal ein Lager rein, damit es da schon mal läuft. Hey, ja, Räte. Du machst noch ein paar mehr Häuser. Räte. Du machst hier schon mal eine Kaserne, weil hier vorne wird komplett halt nur Militär. Ja, Räte. Du machst da oben schon mal ein Tor hin. Ja, und da geht's mich schon los. Die greifen mich auf Wasserwegen an. Das ist sehr, sehr nervig, tatsächlich. So, mehr Units auf jeden Fall. Ja. So. Du kannst weiter darin gehen, das ist cool. Hey, Holzer. Jägerin. Du gehst das da holen. Hey, ihr seid mal ganz kurz gleich Trupp 2. Bereit. 1, 2. Ja. Hey, und das rein da. Schuss. Und Schuss. Ja. Und hey, Schuss. Ja. Heiße. Jägere. Bereite. Sucher. So, was hätten wir. Die ganzen Schafe können ganz kurz nach unten latschen. Haben die was zu tun? Die Schiffe setzen wir da dahin. Auf Defensiv bitte erstmal ganz kurz. Schiffe machen wir direkt ein paar Galeonen. Wir brauchen ein bisschen mehr Wasserkraft, definitiv. Dann bräuchten wir gleich eine Universität. Die machen wir direkt. Und daraufhin bitte auch direkt eine Schmiede, die ist auch relevant für uns. Ja. Ich frag mal ganz kurz, warum das Ding jetzt kaputt gegangen ist. Hat das einer mitbekommen? Ich mich nicht. Meine zwei Dorfbewohner sind auch gestorben anscheinend. Das ist ärgerlich, aber dann scheint es doch irgendwie verteidigt zu sein. Keine Ahnung. Dass ich soll. Okay. Oh, ich habe ein bisschen was verkackt, das war mein Fehler, sorry. Hey, wieso genau sind jetzt die Dorfbewohner hier gestaunt, die Kaserne? Das ich soll. Ist ja belastend. Jetzt haben wir keinen Stein mehr. Wieso ist jetzt kein Stein mehr? Wegen der Mauer da oben. Naja, das ist ja kein Problem. Dann holst du dir erstmal das Stein. Das ist ja erstmal fein. Sollte mich nicht stören. Oh ja, kommt mit Trombonen. Lol. Okay, das ist natürlich jetzt neu. Okay, interessant. Jetzt wird's wirklich witzig. Wir könnten auch eine Burg hier oben hinsetzen, um die Wasserwege zu stärken. Wäre vielleicht auch ganz smart. So, da haben wir schon alle Forscher, die wir brauchen. Ist gut. Ja. Ich bin so ein bisschen rausgesucht, das will ich eigentlich gar nicht. Ja. So, du gehst halt mit deinem Stein hier. Aber bei Wasserkämpfen ist das immer ein bisschen relevant, weißt du? Hey, Holzer. So, ihr geht direkt da dran, holt euch Gold. Du gehst da mit dran. Hey, ja. Holzer. Drei von euch gehen mit da dran. Stark, dann geht ihr bitte da dran. Hey, Holzer. Bereite, dass ich soll. Jetzt hängt doch nicht die ganze Zeit fest, Leute, bitte. Hey, ja. Du nicht stehen bleiben, bitte. Du machst uns einen Marktplatz. Danach machst du bitte ein Kloster. Und gehst jetzt einfach mal mit hier an Nahrung. Das ist egal, ich hab's falsch schon gebaut. Auch nicht so richtig. So, mehr Schiffe. Unsere Schiffsmacht muss steigen. Ja, der ist verbündet. Huch, das habe ich ja voll vergessen, der wäre verbündet. Ja. Ja, siehst du, da geht's nämlich schon los. Ja. Was sieht er nicht?
Das ist belastend, das machen wir nicht. Das war jetzt richtig scheiße. Das war jetzt richtig belastend. Der lebt ja noch, deswegen ist das alles draufgegangen. Also hier die Kaserne. Ich dachte, der wäre kaputt. Neu starten oder laden? Ich weiß es nicht. Ach komm, dann machen wir den Autosave, halt, das ist egal. Dachte ich mir. Cool. Ja. So, dann machen wir es halt direkt so richtig. Ja, Uvere. Bereite. Holzer. Uvere. So, direkt da dran. Ja, das war Flickmann. Du kannst schon mal reparieren, die Schaffe gehen runter. Das ist unsere drei. Wir machen 5 Galeonen. Wir schicken die hier rüber. Hey, wir machen direkt die 1 hier hin, defensiv. Die Transportschiffe sind unten. Wir machen beiden nochmal ganz kurz mehr Einheiten rein. Wir gehen hin, machen hier das hier. Das war eigentlich egal. Du kannst was von Schwein holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seid dann unsere Gruppe 2. Hey, das sollte kurz funktionieren. Ja. Dass ich soll, rede. Das ist denn so angedamaged? Ja. Ach komm, dann schießen wir mal normal, nicht mit dem. Jägere. Bereite. Jägere. Heiße. Holzer. Suche. So, kurz ein bisschen aufgeteilt. Ihr geht alle da rein. Zack, da zusammensammeln. Ja, du kommst mit, du gehst da unten hin. Hey, ja. Du machst das und gehst nach da dran. Dann passt das auch. Ressourcen sammeln, so müssten wir überall drin haben. Das ist alles fein. Galeonen haben wir. Wir brauchen aber eine Universität. Ja, die kannst du uns jetzt machen. Danach ein Kloster dahin. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Ihr werdet beschossen. Das ist richtig dumm von euch. Schwierig. Selbst schuld aber. Nein, du kannst weiter gegen den kämpfen. Ihr bitte gemeinsam da. Gott, stellen die sich gerade dumm an. Ay, caramba. Guter Hit. Geht aber. Noch oder nur Kriegsgalären? Du machst mal ganz kurz links, mit dem ist die Burg. Ihr geht ganz kurz das Ding abstechen, dann macht ihr die Burg. So, defensiv dahin bitte. Hier nochmal ganz kurz. Nein, nicht Brander. F, nicht D. Hey, so, stellt das Ding da ab. Das Ding ist komplett im Weg. Bereite? Ja. Nein, macht er nicht. Ihr macht das weg. Ihr geht ganz kurz killen. Weil das geht gar nicht klar, dass die hier so sind. Also, dass der Tribok da oben, der war belastend. Hey, ja, das hab ich mir gedacht, dass das passiert. Scheiße. Dass ich soll. Das war. Tja, die sind tot. Bereite. Machst du nichts? Dass ich soll. Bereite, dass ich soll. So, kurz gerettet. Jetzt steht er aber dumm da rum. Das ist natürlich ärgerlich. Brauchen wir ein paar Pikinierer. Sollte aber kein Problem sein. Wir machen halt unsere erste Burg hier oben links hin. Das ist mir jetzt egal. Es geht ja halt trotzdem. War halt aber noch ein bisschen ärgerlich. So. Ja. Holzer. Buvere. Mühle. Dann ganz kurz den killen. Du bist bitte mit dran. So. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja. Mit der Burg da links hat nicht ganz so gut geklappt, weil ich einfach jetzt nicht die Möglichkeit habe, da die zu verteidigen, ein, zwei Pferde. Was ein bisschen dumm ist, ehrlich gesagt, aber geht halt nicht anders gerade. Ja, das war. Rete. So, du kannst mit denen hier zusammen schon anfangen, Felder zu machen. Ich soll. Ja, wir müssen jetzt heftig auf Nahrung umsteigen. Das ich soll. Nice, ich habe erstmal voll reingeschissen gerade. Ist aber auch nicht so wild, eine Verwunder weniger, passt schon, werden wir nicht vermissen. Schiffe laufen auf jeden Fall schon mal ganz stabil eigentlich. Ja, du bleibst bitte ganz kurz hier. Holzer, ihr kommt bitte mit. Bereite. Heiße? Ah, war vielleicht ein bisschen unnötig. Mach mal so. Ja. Tötet ihn. Hey, ja. Das war. Ihr geht jetzt zusammen dahin. Rete. Und könnt ihr gleich eine Burg bauen. Weil wir können es fast die zweite leisten, das sollte kein Problem sein. Das passt. Und wenn die Burg einmal steht, dann haben wir schon direkt einen großen Vorteil. Ja, ist halt nur fast, dass hier nicht gleich zu groß reingepusht wird. Heiße, das war ich soll. So, wir speichern natürlich nochmal ganz kurz, falls das jetzt richtig dumm war alles.
gehen aber auf Königsklasse 2 natürlich so. Nochmal kurz mit Dorfbewohner machen. Ja, das ich soll. Buwere. Ja, Buwere. Mehr Felder. Buwere. Wir brauchen jetzt richtig viel Nahrung Buwere. Tatsächlich. Ja, Bereite. Holzer. Heise. Buwere. So, Buwere. Überall Felder machen. Ja, ohne Ende. Bereite. Buwere, Buwere, ja, Buwere, 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 Buwere. So und so bitte, mein Freund, mein Gott. Buwere. Ja. Buwere. Hey, ja. Mehr Dorfbewohner bitte. Was ist eigentlich Bevölkerungslimit? 150 oder 200? 125, noch schlimmer. Okay. Das ist doch erstmal kein Problem, ne? Das kriegen wir alles hin. Sollte kein Ding sein. Dann machen wir direkt Chemie, damit wir die Kanonenschiffe machen können. Auch gar kein Problem. Ihr müsst ein bisschen auf Seite gehen, weil sonst hat die Burg Probleme. Die Burg hier hinten läuft hervorragend. Sehr schön. Dann können wir direkt gleich einen Trivok machen und Riot gehen so ein bisschen. Ich mache gerade zu viele Dorfbewohner, das gefällt mir nicht. Ah, ich habe jetzt aus etwas falsch abgebrochen. Wir machen ganz kurz hier nochmal ein 55 so, aber brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Machen wir den hier. Heiße. Heiße. Bereite. Eigentlich haben wir zu viele jetzt gerade, aber es ist nicht so schlimm. Wir gehen ganz kurz hin, machen hier ein paar aggressive Kasernen hin. Buwere. Sind dann relativ zufrieden und machen danach den hier. Bereite. Das war, ja. Dass sie sich kurz reflektieren, dann ist gut. So, ihr beide geht bitte direkt mit unten hin an Stein. Erstmal die Ressourcen sammeln, die wir haben, so, weißt du? Das ist so der Grundgedanke zumindest gerade. Direkt einen Tribok machen, danach... Nee, warte, Forschen brauchst du gar nicht. Wir können das hier machen. Wehrpflicht und Burgen verbessern. Burgen haben mehr Reichweite, wäre auch relativ wichtig, aber können wir uns gerade nicht leisten. Es sei denn natürlich, wir kriegen ein bisschen Nahrung dazu. Aber da hapert es gerade generell ein bisschen dran. Und dann können wir gucken, dass wir langsam Leute sich auch Kanonenschiffe ausbilden. Weil jetzt wird es dann doch ein bisschen relevant für uns. Dass wir den grünen, Lilan direkt vernichten können, weißt du? Ja, ja. So, ihr könnt ganz kurz den finishen. Ritte. Da kommt mir schon direkt ein kleiner Ritter angegammelt. Poke die bitte weg. Buwere. Bereite. So, da kommt auch schon direkt die Garde. Dann Schuss bitte. Heiße, dass ich soll. Nicht aufs Gebäude hauen bitte, das wäre echt freundlich. Okay, zwei Armbrustschützen. Und da kommt die ganze Army quasi angelaufen jetzt. Heiße. Ist aber erstmal kein Problem. Hey, ja. Wäre. Okay, ihr könnt euch verpissen. Dass ich soll. So. Ein bisschen Trash hier rausbauen, so ausbilden. Und der vernichtet währenddessen da oben alles. Nochmal ganz kurz einen Tribok machen. Da müssen wir ganz kurz hingehen. Ja. Die haben das Schwein schon fertig, nice. Bereite. Ihr fünf geht aber bitte irgendwie mit an Gold erstmal. Hover. Heise. Hover. Heise. Hover. Ja. Hover. So bitte. Bereite. Ihr bitte macht da ein Feld und der andere macht da oben ein Feld. Buwere. Damit das schon mal funktioniert. Hier sieht auch gut aus. Einer von euch beiden kann wohl da oben hinwechseln und der Laufweg nicht existiert. Bereite. Ja. Ja. Dies war. Heiße, dass ich soll. Ja, dass okay. Ich soll. Robert, ganz kurz das Ding an. Du gehst da drauf. Du hast mich gerade geschossen, unnötigerweise. Nee, warte, wir brauchen ganz kurz den hier. Machen ganz kurz den hier für mehr Reichweite. Kanonenschiff hätte ich gerne nochmal. Und dann machen wir gleich ganz kurz ein paar Galeonen dazu. Du fährst weiter in die Richtung. Das ist natürlich jetzt nicht so smart. Heiße. Bin ich ehrlich. Vernichtet sie. So, ist gut. Jetzt kannst du auf den Turm gehen. Hervorragend. Bereite. Ja. Ja, wir nutzen jetzt gerade erstmal nur Trash, damit wir das ganze Gold für die Schiffe benutzen können. Hey, das sollte ja, erstmal funktionieren. Ja. Buwere. Bereite. Buwere. So, kurz ein bisschen aufteilen, damit wir die ganzen Holzressourcen alle gut sammeln können. Mehr Schiffe. Heiße, dies war ich soll. Ja, dies war Sasa. Ja. Bereite. Sasa. Schwierig. Geht Heiße. Aber anders. Streetet. So, haben wir. Du schießt bitte da drauf. Das funktioniert. Bereite. Sehr ja, gut. Dies war. So, und haben wir den Voraußenposten von ihm schon mal besiegt quasi. Machst bitte nochmal ganz kurz einen Tribok, damit wir schon mal direkt bereit sind. Huch, warum sind das jetzt weniger? Achso, die Galeeren sind nicht da dran. Ja, die haben sich ja nicht mitentwickelt, ich weiß. Ja. Schwierig. So, fehlt jetzt irgendwas? Nee, ne?
Das sollte jetzt eigentlich alles ganz gut sein. Dann können wir jetzt speichern, die Economy läuft. Wir sind relativ safe eigentlich. Machen das Ganze auf der 3. Und können jetzt in die Offensive direkt gehen. Ja, Heise, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was wird denn hier? Bisschen aggressiver reingehen und so. So, du machst bitte nochmal einen Tribok dazu. Dann geht's uns auch gleich ganz gut. Wir können mal ganz kurz hier unten hingucken. Nahrung läuft eigentlich echt super, auch nur weil wir die ganzen Schiffe dabei haben. Die können wir dann austauschen, sobald wir die Wasserwege ein bisschen in unserer Nähe geklärt haben. Auf die Galeonen warten wir natürlich noch kurz ein bisschen, um die Wassermacht auch wirklich deutlich zu haben. Und dann ist gut. Also wir sind jetzt schon echt gut dabei tatsächlich. Ich malträtiere ungern einen geschundenen Gaul. Doch der Lombardenbund hat entschieden, dass ich einen besseren Kaiser abgebe. Verzeiht mir. Das ist kein Problem, mein Freund. Ich verstehe das. Nicht jeder ist halt ein treuer Verbündeter. Vor allem du nicht. Auch du, Brutus. Achso, nee, warte mal. Jetzt hab ich's vergessen. Ja, gerade eben ich noch dran gedacht, jetzt hab ich's vergessen. Ja, Uwere. Bereit, Holzer. Hey, ja, Uwere. Holzer. So, mal kurz zum Hüpfen. Hallo, mithelfen. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Ah, ja, das war ja. Kurz das machen. Zusammenbauen. Dahin rollen bitte. Auf die 2 gehen. Nach vorne rollen. Kurz nochmal hier ein bisschen mehr produzieren lassen. Das sind jetzt nämlich Elite-Kämpfer, die hier sind. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ach, nicht Elite-Kämpfer. Zweihandschwertkämpfer. Wir müssen eigentlich die mit reinmischen. Kostet mir aber gerade noch ein bisschen zu viel. Wir machen das mal ganz kurz ohne den Dingens. Hellebardiere. Damit können wir schon mal zumindest gegenhalten. Wo gehen die hin? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Hä? Wieso fahren die da hoch? Ist jetzt ja ganz wild. Ja, das sollten die eigentlich schaffen, die Schiffe. Ah, die Burg macht das easy, kein Problem. Aber der Lidan ist jetzt schon stark genug, dass er auf jeden Fall gegenhalten kann, ganz gut. Wir werden jetzt ein paar Galeonen verlieren, aber auch das ist halb so wild. So, haben wir. Das Gute ist, unsere Schiffe werden dadurch ein bisschen geklärt, also eigentlich für uns eher ein Vorteil als Nachteil. Und dann rein da. Wir können da auch ganz kurz mithelfen. Ihr macht hier bitte nochmal ganz kurz mehr Galeonen hin. Ach Quatsch. Lol. Nee, warte mal. So. Mach mal bitte den Hafen irgendwie dahin. Dann lohnt sich das Ganze wenigstens. Okay, den fahren wir wieder ganz woanders hin. Keine Ahnung. Aber der Burg geht's noch ganz gut. Dann können wir jetzt gleich einen Gegenangriff starten, sobald wir das hier haben. Auf geht's. Gleichzeitig müssen wir jetzt da oben bisschen gegenarbeiten. Okay, das sollten wir eigentlich schaffen. Ist kein Problem. Wobei es ein bisschen schwacher für Bruskat aussieht. Okay, die haben die vollen Rüstungsupgrades. Die sollten wir uns auch mal ganz kurz machen. Da habe ich mich nicht dran gedacht, leider. Ich bin generell ein bisschen, was Forschung angeht, gerade ein bisschen hinterhergekommen, aber ich hatte vorher dran gedacht, jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen dumm gewesen. Helft jetzt mal ganz kurz aus, meine Freunde. Das ist dumm, was er da gerade macht. Das ist richtig dumm. Stark, nice. Huch. Was bin ich da hören? Hey, Flickmann, Hover. Ja, Streeter. Klingt mir zwar gerne jetzt ein Mönch. Geht ja gar nicht. Pace? Oi, noch mehr Kavaliere. Jetzt liegt aber los, der Gelbe. Da muss er wissen. Wir haben viel zu wenig Holz, interessanterweise. Für die Schiffe und die Gebäude waren jetzt zwar auch teuer, muss ich zugeben, aber das geht so natürlich nicht. Dann geht die Mitte ganz kurz mit an Holz. Heiße? So, was hätten wir? Was tut ihr denn da? Gott, meine Übersicht ist gerade ein bisschen zu schlecht hier überall.
Okay, die müssen wir mal ganz kurz wegziehen. Au. Okay, der Gelbe liegt gerade richtig los, aber das ist halb so wild. Dann machen wir erst hier den Angriff. Alter, ein einziges Feuerschiff, wir verlieren. Nice, das ist schon mal nicht so gut. Brauchen wir das jetzt gerade noch nicht? Wir gehen... Ich brand da, lol. Jetzt verklicke ich mich auch noch. Vollkommen auf Galeon, wir brauchen auf jeden Fall mehr Feuerkraft da. Wir müssen hier langsam aber sicher die Sachen vernichten. Das war jetzt alles bis jetzt nicht so smart gespielt, hier muss ich zugeben, leider. Aber hilft nichts. Hey, ja. Buvere. Hey, ja. Buvere. Gott, jetzt geht das los. Ja, die Schiffe sind halt ein bisschen teuer gewesen insgesamt gesehen. Naja. Aber die Bank sag ich schon. Die Burg sollte sich eigentlich halten. Weil der Gelbe hat nicht so krass viel zu bieten hier, dass er da jetzt stark ist. Wobei er besser treffen könnte, muss ich sagen. Naja. Wir gehen ja schon auf Deutschritter. Die wären auf jeden Fall gegen den Orangen ganz geil. Mehr Schiffe. Ja, ich habe ein bisschen die Armeen verschwendet, muss ich zugeben. So ein Zwei-Fronten-Krieg, da war ich einfach nicht fit genug gerade für. Aber ist ja erstmal nicht so wild. Ich habe außerdem jetzt hier Trash benutzt und da unten Trash benutzt und gleichzeitig Gebäude gebaut. Das ging zu sehr in die Holzreserven rein. Tat auch ein bisschen weh. Aber das kriegen wir alles schnell wieder ausgebügelt hier. Gar kein Problem. Ja, stimmt. Ja, einer von euch wird sterben, aber der Rest müsste durchkommen. Hauptsache, der Mönch ist weg. Oh, das ist schlecht. Ja, dann ritt, meine Freunde. Das ist so. Sasa. Heise? Tja, machst du nichts. Ja, Mönche sind kacke. Na gut. So, Herrschaften. Wir sind jetzt auf jeden Fall bereit hier zum Angriff. Sehr schön. Mit der Flotte müsst ihr auf jeden Fall stark genug sein, um den gut einzuschenken. Dann geht der bitte nach vorne. Greift schon den Hafen an, damit er da schon mal nichts mehr machen kann. So. Okay, das sieht auf jeden Fall hier schon mal ganz gut aus. Alles klar. Die Triebwolke bitte ganz zur Seite. Flickmann. Gebure. Flickmann. Genau, das sollst du nicht machen. Gebure. Alter Junge, bist du eigentlich so retardet? Flickmann. 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 Das ist soll. Danke. Geht doch. Heise. Gebure. Bereite. Ja. Heise. Zwocha. Zwocha. Gebure. So, mal kurz die Schafe nutzen, damit wir die auch wirklich genutzt haben hier alles. Die Transporte sind eigentlich ein bisschen unnötig, aber ist jetzt gerade nicht so relevant. So. Lass sie ruhig schießen, das ist uns egal. Auf die Burg bitte. Damit die Insel hier stirbt und wir haben schon mal Goldzugang dran. Da können wir gleich ein paar hinschicken. Weil hier ist Gold jetzt nicht so gut wie leer. Dann nutzen wir gleich ein Transportschiff, dann ist das Ganze easy. Da können wir direkt eine Burg drauf bauen, einfach nur um Dominanz zu zeigen. Und wir haben Zugang zur Insel hier oben, da haben wir auch nochmal Gold und Ende. Also eigentlich haben wir damit schon mal uns komplett abgesichert so. Das sollte funktionieren. Dann können wir schon mal hingehen, ganz kurz drei neue Kanonenschiffe ausbilden, damit das Ganze nicht schneller geht. Nochmal zwei Galeonen. Nochmal fünf oben drauf, haben wir 25. Damit sollten wir genug Kampfkraft haben mit 30 Schiffen. Und dann sieht das Ganze eigentlich schon echt machbar aus, alles hier. Wir könnten auf jeden Fall noch das forschen, auch wenn es teuer ist. Ist es, glaube ich, sinnvoll gegen den Gelben. Warte, mach mal ganz kurz hier die Handelsgebühr runter, bevor ich weiter handel hier. Hey, ja. Hey, ja. So, ihr seid alle fertig, das ist natürlich fein. Die sortieren sich hier gerade noch ja, ein bisschen. Die ist ein bisschen zu dumm. Kein Problem. Ach nee, gut, das Feld gesnackt. So passiert. Ja, die Burg kann sich mal verteidigen gegen den kleinen Angriff hier. Das ist kein Problem. Ja, Flickmann. So, ihr geht bitte ganz kurz Flickmann machen. Die Burg geht gerade langsam aber sicher rip. Ah, ich wollte schon sagen, wo ist das andere Schiff? Ah, das geht aber alles gut. Passt. Okay, die Burg hält sich, wie gesagt, gar kein Problem. Machen wir ganz kurz überall fünf Stück rein, aber damit wir welche auf Lager haben, falls noch mehr Kavallerie kommen soll. Weil Paladine sind dann doch schon ein bisschen gefährlicher. So, dann kümmern wir uns erstmal um den Lilanen, dann um den Orangenen und so weiter, ne? Schritt für Schritt doch nicht so irgendwie hektisch machen. Zwar 26, lol. Naja. So, das Schiff kann jetzt rüberkommen. Das müsste jetzt relativ clear sein hier. Direkt eine Burg dahin bauen. Und dann die Goldminen snacken.
So, Herrschaft, gehen Sie bitte. Gut. Erstmal kurz die ganzen Fernkampfdinger kaputt machen, mit denen unsere Hellebardiere ein bisschen mehr aushalten können gleich. Die schießt voll schnell, die Burg, wa? Voll gut. Profi. Ich meine, der Schaden, den er hier anrichtet bei mir, ist eigentlich echt verkraftbar. Das ist komplett egal. Ist ja eh nur so ein kleiner Außenposten. Das passt. So, damit haben wir das auch schon mal erledigt. Alles klar. Ja, das ist immer ganz kurz in die Burg. Dann haben die was zu tun. Der Orange hat jetzt Elite-Kämpfer. Hey, das ist natürlich dumm gelaufen jetzt hier. Ja, schade, den Turm habe ich jetzt nicht ganz bedacht. Egal, den vernichten wir kurz. Lass dich nicht beschießen, bitte. Jetzt aber wenigstens genau 50. Das passt. Und so gleicht sich das Ganze in der Natur hier schon wieder aus. Hey, ja. Easy. Bereite. Hier, bitte, geht erstmal ganz kurz mit an Holz. Stein brauchen wir gerade gar nicht. So, können wir wieder an Land gehen. Du kannst auch gerne hier an Land gehen, danke. Das war Buvere. Buvere. Und dann machst du den hier. Bevor ihr das macht, wartet, da ist mich noch ein Turm. Nicht, dass der jetzt gleich irgendwie weggeschossen wird, das wäre echt peinlich. So, das sieht doch jetzt mal auf jeden Fall alles machbar aus. Ja. Heiße? Du kannst schon mal ganz kurz einen neuen holen hier unten. Ja, das war Holzer. Du wirst gleich auf jeden Fall zum Steinarbeiter. Was macht ihr da? Idioten. War da noch ein Turm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt kommen Elite-Kämpfer an. Ja, das ist doch egal. Die Orange ist jetzt nicht so wichtig gerade. Elite-Kämpfer kann die Burg ja easy wegschießen ohne Probleme. So, weiter. Ansonsten greifen wir direkt den Lidern an. Alles easy. Bereit. Ich glaube, da ist kein Turm mehr. Und wenn, ist er hier rechts irgendwo, dann ist es auch egal. Nee, passt. Alles gut, dann weiter. Angriff. So, jetzt geht die große Schlacht los hier. Was sollten die schaffen eigentlich? Wir machen mal 10 neue Galeonen, einfach um nachzuschieben. Weil der wird auch schon eine relativ gute Flotte haben. Aber insgesamt müssen wir eigentlich stärker sein. Aber man sieht jetzt hier schon ganz gut eigentlich, die Masse der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Ihr müsst auch schon zusammenarbeiten, Jungs. Ihr könnt euch nicht einzeln wegschießen lassen hier. Idioten. Wir machen nochmal 10 Stück, sicher. Okay, wir haben eine Menge verloren, aber der hatte auch eine große Flotte gehabt. Das geht aber eigentlich. Nee, nicht auf Achievement. Wobei es eigentlich egal ist. Wir gehen mal einfach auf die 4 drauf. Komm, ist egal. So, mitfahren bitte. Da ist er. Enemy spotted. Was ist denn da jetzt los? Wieso konntet ihr den treffen? Wer ist Sacre bleu? Was war das denn jetzt? Frechheit. Alter, die Feuerschiffe sind schon echt übel. Boah, der hat ihn gekillt. LOL. Einfach rausgesnappt hat er ihn. Heftiger Typ. Nicht schlecht. Na, ist ja egal. Na, frei ist das Ding auf jeden Fall schon mal hier. Auf den nächsten bitte. So. Feuerschiff besiegen. Wenn der Galeon abschießt, ist das egal. Geht nicht zu weit nach links, nicht, dass er schießt. Wir wollen es jetzt auch nicht verschwenden hier. Bereite Holz. Du schießt mich die ganze Zeit dumm rum, das tut mir leid. Ich brauche natürlich hier oben zum Goldhacken und so. Oh, wir nehmen hier 5 mit und gehen da oben Goldhacken. Was ist eigentlich gerade egal, ne? Nee, machen wir nicht. Ressourcentechnisch sind wir auf jeden Fall echt gut aufgestellt. Die Kasernen sind kaputt, interessanterweise. Schade. Ja, ja. Passiert aber. Dann kannst du mal ganz kurz hinkommen und einfach mal ganz asozial die einfach nochmal hinstellen. Buvere. Muss mal so ein bisschen verteilt da ausrauben. Und ein bisschen Gold hacken. Dass ich soll. Ja.
Ist das dumm? Aber irgendwie witzig. So, den nächsten Kanonenturm bitte besiegen. Wo sind denn die zwei Kanonenschiffe? Ah, da trifft er. Ja, leider. Egal. Ach so, hat er den wahrscheinlich getroffen einmal, ne? Ja, macht Sinn. Okay, seine Schiffe sind auf jeden Fall nicht ohne hier. Nein, der wird sterben. Dumm gelaufen. Aber siehst du, obwohl der so relativ schwach aussah, das ist ja das, was ich auch meinte bei dieser Mission, die haben halt dann doch schon relativ viel einfach. Weißt du? Ja, denen geht's zwar jetzt echt nicht gut, den Jungs hier. Oh, schlecht gelaufen, mein Freund. Da ist der nächste Turm, der weg muss. Sag mal, Kanonenschiffe kommen aber auch schon echt langsam gerade an, ne? Bin ich ja ehrlich. Aber wenn die Schiffswege verliert, hat er schon auf jeden Fall seine größte Kraft eigentlich verloren. Huch, was ist denn da los? Leute, also... Okay, die werden einfach so sterben. Das geht jetzt ja nicht. Ja, du, das ist halt dumm. Ja, kann ich ja auch nicht helfen, wenn du so blöde bist. Leute, bitte. Ein bisschen Abstand halten. Auf die Burg, bitte. Okay, wir machen nochmal ganz kurz ein Kanonenschiff dazu. Die sind wieder dumm. Da wird einer sterben. Ah, geil. Er zieht die mit in den Abgrund. Danke. Galleon, bitte. Strengt euch an, nicht dumm zu sein. Okay, das ist noch ein Kanonenturm. Aber er macht keine Schiffe mehr. Ich glaube, ihnen gehen die Ressourcen aus, wa? Interessant. Sieht aber eigentlich ganz gut aus gerade. Ressourcen haben wir jetzt en masse. Alles kein Problem. Wir könnten mal ganz kurz noch die letzten Echo-Forschung machen. Brauchen wir es nicht unbedingt, aber ja, das ich why soll. Not? Buvere. Ihr könnt da weiter Holz hacken gehen. Unsere Insel ist nämlich leer. Den haben wir jetzt hier vergessen, leider. Hey, ja. Mein Fehler, sorry. Wie oft der jetzt schon einem Idle war, der Typ, ne? Die Idle-Zeit bedankt sich auf jeden Fall. So, das Ding hätten wir auf jeden Fall vernichtet. Das ist gut. Deutschritter sind auch fit dabei jetzt eigentlich gleich. Dann könnten wir eigentlich schon mal anfangen, welche zu bauen. Machen wir mal so. Bereite, das war ich soll. Ach, die anderen sind alle tot? Ja. Na, ist ja ärgerlich. Dies war naja. Sestürme. Streetet. Passiert. So, und die lassen wir jetzt einfach alle hier ein bisschen rumwüten. Wobei zwei von euch bitte dahin geben, die Galleon mithelfen können gleich. Dann ist mich der Lila nämlich schon mal down. Und die Wasserwege gehören komplett uns. Und wir haben jetzt einen richtig, richtig großen Bonus, weil wir besitzen drei Viertel der Karte. Damit sind die Gegner auf jeden Fall schon mal im Nachteil. Du kannst schon mal das Tor aufschießen, einfach damit wir es schon mal haben. Ja, solche Lager sind auch mal ganz gut. Mach mal ruhig kaputt. Ja, die schießen sogar Kreuz hier. Nice. Ja, doch, tun sie. Die haben nur sehr lange gebraucht. Okay. Da ist ja noch ein Hafen, den habe ich gar nicht gesehen vorher wegen der Burg. Kämpft ihr auch oder steht der nur da? Keine Ahnung. So, das hätten wir. Dann da bitte drauf. Du kannst bitte da oben hinfahren. Ihr beide geht bitte hier drauf, weil die Einheiten anzugreifen ist jetzt erstmal ein bisschen sinnlos. Da ist eine Lücke drin. Das ist interessant zu wissen. Ja. Wusste ich aber, ne? Wusste ich. Das ist schwierig. Bereite. Uvere. Uvere. Das wobei, brauchst du, glaube ich, gar nicht. Gabure. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist soll. Aber ist kein Problem. Heiße? Uvere. Heiße? Uvere. Bereite. Kurz ein bisschen versuchen zu retten. Uvere. Heiße? Uvere. Ja, wir opfern jetzt nicht die Tribocke, bitte. Scheiße. Ja. Buvere. Nee, nicht die Tribocke.
Weißt du, wie teuer die sind? Das sind 1000 Gold, die da stehen, mein Freund. Ja, dann die Dorfwunde sind nicht so schlimm. Das ist okay. Nur die Triebocke bitte nicht, weil Nahrung ist jetzt nicht das Problem, aber die werden ein Problem. Hier kommt du mit alle bauen. Ja, Buvere. Wir können ja gleich mal sortieren, aber erstmal bauen. So, wieder schön. Nein, der eine wird sterben, oder? Bitte nicht. Hey, ja, Buvere. Easy, passt, wir haben kein Gold verloren, oder? Nein, ich habe mich zu früh gefreut. Also klar, Reparaturkosten und sowas geht ja eigentlich alles. Das ist ärgerlich, das habe ich oben nicht gesehen gehabt, dass er mit 4 Triebocken ankommt. Sollte aber... Geil, er hittet erstmal den Onager, danke. Ja. Okay, pass auf, dann gehen wir ganz kurz hier hin. Leute, die sind alle tot. Ja. Was passiert hier? Sestrome. Ganz wild. Kurz ein bisschen so machen. Der Wurf war ärgerlich, aber das ist nicht so wichtig. Die brauchen wir da eh nicht mehr. Die müssen wir ganz kurz zumachen. Und danach könnte hier wieder ans Holz gehen. So. Du machst bitte hier nochmal ganz kurz ein kleines Kampflager rein. Und eine Burg. Aber weißt du was? Macht ihr alle. Habt da wenigstens was zu tun. Ja. Das war jetzt ja scheiße. Okay, hier ist anscheinend noch irgendwie eine raufgegangen, interessanterweise. Zwei sogar. Die auch mal die gestorben sind. Keine Ahnung. Ah ne, da ist noch einer. Wieso lebt das Haus eigentlich noch? Da hat doch einer drauf geschossen, oder nicht? Komisch. Aber die sind schon verwirrt, die dann da oben. Ich glaube, der ist tot. Ist ja schon mal geil. Nochmal 5 davon ganz kurz. Oh, der ist One-Shot. Nice. Leute, ihr solltet die Gebäude angreifen, nicht die Einheiten. Das ist ja komplett nutzlos. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr so langsam seid. Das bringt ja keinem was hier. Heiße? Ja. Hilfst du bitte mal mit? Leute. So kann ich hier nicht arbeiten. So, die Dorfbewohner müssen alle sterben. So ist richtig. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht so relevant. Aber macht ihr erstmal. So, ihr schießt das Ding kurz kaputt. Damit haben wir den auf jeden Fall schon mal erledigt. Größtenteils zumindest. Okay. Haben wir eigentlich, nur so als Interesse... Ne, wir haben gar keine leichte Kavallerie, ne? Sonst hätten wir damit ein bisschen raiden können. Dass wir Husaren nicht haben, das wusste ich, aber ist ja nicht so schlimm. Ganz zumindest die Echo wieder aufbauen, die habe ich mich komplett vernachlässigt jetzt leider. Mein Fehler. Ja. Hey, ja. Gebure. Hups. Hey, Flickmann. Flickmann. Viel zu teuer. Wir machen mal ganz kurz 5 Schiffe down. Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht hier. Eins unten reicht auf jeden Fall dicke. Mein Gott, hab ich hier reingeschissen, alles du. Also, ekotechnisch war das hier eine Katastrophe alles, bin ich ja ehrlich. Naja, was soll's. Wenn die repariert sind, gehen wir direkt auf die nächsten. Wir machen mal ganz übrigens Belagerungsingenieure noch, bevor ich das vergesse. Und den Rest brauchen wir eigentlich nicht. So, hat Aline noch irgendwas zu sagen oder zu melden oder so? Oder ist er jetzt mittlerweile down? Er hat sich wieder irgendwo neu aufgebaut. Das war ja klar, das machen die irgendwie immer bei der Mission. Dass die leben wirklich bis auf den letzten kleinen Mini-Augenblick. Ja? Ist ein bisschen nervig, aber... Ja, passiert, ne? Dann geht jetzt ihr da oben hin, sammeln da Gold und da Gold, aber das sind dann halt wieder die Units, ne? Das ist eigentlich scheiße. Ich werde unten links gerade angegriffen, sehe ich gerade. Der ja. Hey, das ist nee, jetzt nicht den töten. Das war oh, die ist voll, ne? Hm, das ist ärgerlich. So, machen wir das ganz kurz so. Heiße? Gebure. 3 gehen noch da dran. Ja, sehr schön. Okay, er stimmt also doch. Ja, dann ist fein. Wenn er doch drauf geht, dann bin ich zufrieden. Hey, damit ja? haben wir auf jeden Fall schon mal den wichtigen Typen raus. So, das ist auf jeden Fall alles heile.
Felder sind... Ja, Gebure, Räte. Alle belegt, das ist gut. Beräte. Dann gehen wir noch mit denen da dran, bitte. Beräte? Wieso hab ich denn so viele Holzfäller? Ach so. Heise, Holzer, Holzer, ja, hey, ja. Das sind 6 Stück, ne? Holzer. Dann passt das ja. Dann nehmen wir noch 2 davon hier mit nach oben, dann haben wir 20. Mit 20 sind wir auf jeden Fall gut Holzer. Dabei. Holzer. Das ist fein. Und die anderen beiden gehen dann irgendwie, keine Ahnung, an Stein oder so. Beräte, Holzer. Holy Macaroni, was ist denn da los? Heise, Leute, Sofa. Da kommen Ramböcke. Aber ordentlich. Krass. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ach, ist das ein Kotzbrocken. Ich muss kurz Glauben forschen. Wir müssen da hoch. Ja, Zerstürme. Passt alles. So, abgestochen die Gegner. Easy. Bereite. Bringt sie alle um. Krass. Aber so einen Rambock-Ansturm habe ich jetzt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Aber sah cool aus, bin ich ehrlich, du. Das war schon fein. Kurz nach da gehen. Nice, da war ein einziger Deutschritter, die sind alle tot. Nice. Und das meinte ich übrigens mit, das kann halt ein bisschen belastend werden. Ja, wenn du mal kurz nicht aufpasst. Naja, was soll's. Uwere. Ich bin auch echt unaufmerksam hier irgendwie gerade in dieser Runde. Bin ich ehrlich. Nein, nicht ihr. Warte. 6 und die 7. Die 7 stellt sich bitte dahin, weil da hinten ist ein bisschen irrelevant. Dann können die lieber hier ein bisschen auf Vernichtung gehen. Einfach so nerven. Vor allem, wenn die ganzen Rammen hier mal kaputt geschossen werden, bevor sie losfahren können. Ist auch sehr nice. Heiße, dass ich soll. Ja? Ja. Dies war ja. So, meine Freunde. Ja. Jetzt werden wir unsere Streitkräfte erneut aufbauen müssen, ehe wir Italien erobern können. Was labert der? Ey, Digga, wir sind eine Stunde im Spiel. Hast du gesoffen? Also ein bisschen aber late dran, du. Ja, komm, die brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt egal. Wir müssen zwar ein bisschen hier auf Effizienz gehen. Ja, das hier oben war ärgerlich. Was habe ich mir gedacht, dass er da halt hinkommt? Ja, das hier oben wäre eine deutlich stressige Position. Die habe ich das letzte Mal eher genommen. Hier unten gerade geht's eigentlich sogar. Ja, Geräte. Sind eigentlich nur unsere Außenposten angegriffen. Sehr hilfreich. Geräte, Sasa. Sag mal. Heise? Du kannst das nicht vom Adel klauen. Scheiß Richard Heinrich der Löwe, nicht Richard Löwenherz. Ich habe so viel Richard Löwenherz in letzter Zeit gelesen, einfach wegen Stronghold. Ah, ja, kriegt ihn nicht, nice. Ich soll. Ja, die sind einfach langsam als ein Dorfbewohner, lächerlich. Dies war. Wieso ist das eigentlich nur zu zweit gerade? Schwierig, ne? Heise. Bereite. Heia. Hover. Hover. Ach, geht einfach irgendwie heim. Ja. So, und dann rein da. Weil der Orange hat eh nicht so viel. Wenn er sich irgendwo retten will zum Neuaufbauen, ist es auch fein erstmal. Aber, ist jetzt auch nicht so relevant. So, mit Deutschritter müssen wir den eigentlich ganz gut kontern können. Machen wir kurz die Türme kaputt. Siehst du, der kann einfach mit seinen Einheiten reinschieben hier, wird aber nicht viel passieren. Und die Türme fallen halt echt schnell. So, das ist damit kaputt. Sehr schön, umbringen kurz. Aufpassen, die Burg ist vielleicht ein bisschen zu schlimm dann. Das müsst ihr dann gleich denen überlassen. Aber das sollte jetzt schon passen, den Orangen zu töten. So, das müsste reichen. Kaputt. Ja. Wir müssen aufpassen, Leute. Nicht zu weit rein. Wir wollen es echt nicht verschwenden hier. Heiße? Und verliert bitte jetzt nicht den Tribocke. Heiße? Ja. Alles gut. Bereite. Streetet. Ja, Zerstürme. Okay. Bereite. Ja, der Gelbe ist natürlich jetzt ein bisschen nerviger dabei, aber es ist nicht so schlimm, weil die Tribocke haben eh nur einen Sinn. Ja, ihr kämpft zu weit in der Front, das macht gar keinen Sinn, euch so aufzuteilen. Ja, die verschwenden gerade ihre Leben hier leider.
Ja, die rennen wieder irgendwo hin, wo sie nicht hin sollen. Weil da ein Dorfbewohner lang gelaufen ist. Lächerlich. Alter, was für eine Reichweite die haben, krass. Respekt. Die Paladine kam jetzt da ein bisschen ungünstig. Geht aber alles. Bereite. Ja, bau doch jetzt, Mädel, komm schon. So, das passt. Das ist alles kaputt hier. Ja, Sestoma. Heise, streetet. Okay, hier wird jetzt gerade ein bisschen gestorben, hab ich gehört. Sasa, bereite, Sestoma. Ja, ist das ärgerlich? Alter, die Mönche. Ist das sick. Okay. Das ist ein hartes Los, bin ich ehrlich. Das war. Ja. Auber. Autsch. Zwei von euch gehen in den Schiff rein, die gehen zu Stein gleich. Damn. Ja, Sasa. Ja, also der Gelbe war halt jetzt wirklich ungünstig vom Timing her. Ja. Heise? Mal kurz ein bisschen mehr reinspammen hier. Ich brauche halt, ich muss ja irgendwas haben, um mich den Mönche rausfinischen kann, weil das, die sind halt echt maximal nervig. Ja, der war damals schon immer ein bisschen der nervigste Gegner, finde ich irgendwie. Was nehmen wir denn am besten? Weil ich habe halt irgendwie jetzt nicht zur Verfügung, was wir machen können, außer jetzt Plänkler, aber will ich jetzt noch mal rauf hintecken so? Ich meine, Handkanoniere wäre natürlich auch immer eine Möglichkeit, aber ich will jetzt keine Goldjune mit reinnehmen. Das wäre irgendwie Quatsch, oder? Wobei wir natürlich auch switchen könnten auf Plänkler und Kanoniere plus Hellebardiere. Und jetzt die Deutschritter verzichten, weil die haben ihren Sinn eigentlich erfüllt mit den Orangenen. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, also ganz ehrlich. Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Nee, warte, ihr geht auf die 4, ihr auf die 3. Ja, und hier sind natürlich jetzt viel zu viele Gegner, das kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Heise? Bereite? Ja. Sestoma, streetet. Sasa. So, stech den ab. Wow. Okay, dann achtet der aber gut drauf. Streetet. Ach, wir haben die sogar schon voll fertig geforscht, alles hier. Hätte ich die früher machen müssen eigentlich. Ist ja voll smart. Okay, ja, die werden alle getötet, das ist sehr doof. Verstehe ich aber. Hätte ich auch gemacht. Kurz ein paar Deutsche mit reinnehmen, so ein paar für die Nahkämpfer einfach. Bereite, Sestoma. Geil, er hat ganz kurz davor aufgehört. Nice. Ja, ja. Nice, okay, das tut natürlich weh. Ja, dies war. So, hervorragend. Zum ganzen Angriff bitte. Mehr Plänkler, dann sind wir schon wieder ganz fern dabei. Und ein paar Kanoniere. Da müsst ihr eigentlich gegen den gut gegenhalten können. Und hier natürlich direkt ein paar davon. Da komme ich schon erstmal direkt nächsten Rahmen wieder an hier. Bereite, Sestoma. Ja. Ja. Heise? So, geht aber alles. Ja. Sasa. Heise? Streetet. So, immer schon auf die Kanoniere gehen. Sasa, Sestoma. Auf die Kanoniere bitte. Ja, dies war. Sasa. Die rennen wieder irgendwo hin. Keine Ahnung, was die vorhaben. Heise? Ja. Jetzt kommen die ganzen Orangen dann an, weißt du? Will mich jetzt wie Troll mit seinen komischen Dingens da? Okay. Heise, Sestoma. Bereite. Ja, jetzt kommt natürlich. Weißt du, jetzt wo ich die Plänkler hab, da kommt natürlich der Orange mit seiner Full Force an, weißt du? Jetzt brauche ich natürlich die Nahkämpfer. Ja, da bringen wir jetzt die Plänkler auch nichts mehr. Ja? Aber dann bringen wir die Kanoniere was. Das ist eigentlich auch ganz fein. So, alles kein Problem. Hallo? Heise. Hä, du sollst da rausgehen, wieso bist du nicht rausgegangen, oder? Kurz das machen, dann das machen. Holy shit. Okay. Ich brauche auf jeden Fall ein paar davon. Der hier ist vielleicht ein bisschen instabil gerade. Heise? Ja, das ist ja. Heise? Okay. Ja.
Ich bin ehrlich. Die Rammen sind jetzt echt... die haben sich aber... Das muss man lassen. Respekt an die KI. Die haben das jetzt wirklich absolut im perfekten Ding gemacht. Ich komme mit 40 Deutschrittern an, mach den komplett kaputt, den Orangenen. Und genau dann kommt er mit Paladin, Mönchen, Fernkämpfen und kontert mich komplett des Todes weg. Dann komme ich jetzt an und sage, ey komm, jetzt mach ich halt den Konter dazu. Und er kommt nur mit Infanterie und Rammböcken, wo ich nichts gegen tun kann gerade. Respekt. Also ist natürlich eh wahrscheinlich ein Zufall gewesen, aber... Holy shit. Ja, dies war... Dass ich okay, am besten verpiss dich bitte ganz kurz, meine Freunde. Damit sind die ganzen Gebäude leider RIP, ne? Das ist ärgerlich. Aber können wir verschaffen. Dies war ja. Okay. Sasa. Bereite. Streetet. So, in die Richtung bitte ganz kurz raus. Wir müssen hier mal eben kurz gucken. Dass ich rede. Dass das Ganze ein bisschen anders bauen. Uwere. Ein bisschen defensiver Uwere. Wieder gehen. Uwere. Uwere. Mach's einfach da. Das passt schon. Bereite. Ja, das ja. Ist so. Nein, nicht sterben. Er wird sterben. Bereite. Ja. Schade. Wir haben unsere gesamte Front verloren gerade. Ärgerlicherweise. Heise. Ja. Streetet. Heise. Aber egal. Kriegen wir alles hin. So passt. Wir speichern mal ganz kurz. Das war ein bisschen ungünstig. Da wurden wir genau weggekontert. Und wir hatten auch ziemlich viel Trash drin, während er nur Gold-Units nutzt. Da hatten wir dann eh nochmal einen kleinen, ich sag mal, Nachteil. Ja, das ja. Ist so. Dies war, das ist ja. So. Geht aber alles. Ja, dies war. So. Diesmal mischen wir keinen Deutschritt mit rein. Wir machen nur die. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig hier. Heise? Ja, dies war. Er ist dumm. Hm? Das ist schmerzvoll. Kannst du bitte mal diese Kack-Infanterie da wegmachen? Danke. Ja, Sasa. Damn. Hm. Geht aber alles, kein Problem. Mehr Dingens davon. Bereite? Ja. Bereite? Wieso arbeiten die nicht? Ich hab noch hier einen Job gekriegt, oder ja? Nicht? Ach, ist auch egal. Hey, Holzer. Hey, Holzer. Ja. Ja. Holzer. So, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr bitte hier hingehen. Okay, jetzt kommt der Gelbe wieder, aber den warten wir kurz ab, das ist kein Problem. Währenddessen gehen wir ganz kurz hier hin, machen einfach weiter Kanoniere. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja. Unser Gold dankt auf jeden Fall schon mal sehr stark. Ja, das ist halt dasselbe Problem wie damals. Es gibt 1000 Goldquellen auf der Karte, aber leider sind die alle für uns relativ schwer zu erreichen. Und das ist dasselbe Problem, was wir da schon mal hatten. Das ist halt eine sehr teure Karte auch. Alter. Damn, Leute. Das ist unerwartet effektiv, was ihr da tut. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert. So, schön die Küste abdecken gehen. Sehr nice. Oder machen wir auf defensiv und die lassen... Ja, wer weiß, was wir lassen, die stehen. Wir stehen so nah an der Küste dran, wie sie nur können. Das war smart, mein Freund. Ja, Sestrome. Das verlierst du leider. Schade. Oh. Der Backshot, Junge. Heise? Bereite, dass ich soll. Ja? So, was macht ihr jetzt, ist ja. Die Frage. Eigentlich möchten wir ganz kurz Stein sammeln. Uns gehen die Ressourcen aber auch gefährlicherweise aus, du. Ich weiß ja nicht. Ich habe auch jetzt vergessen, die zwei darüber zu schicken. Hey, also, ja? Economy-technisch bin ich gerade wirklich schwach unterwegs. Bin ich ehrlich. Es läuft irgendwie gerade nicht so, wie ich es möchte. Naja. Ah, wir haben immerhin seine Burg und sein Dorfzentrum erstmal zerstört. Er hat es wahrscheinlich neu gebaut, aber vorübergehend hat er ein Problem gekriegt. Den Grünen halten wir aber eigentlich ganz gut klein, dadurch, dass die Schiffe hier stehen. Und der Lina hat genauso funktioniert, wie wir es wollten. Also, ich würde sagen, insgesamt gesehen haben wir eigentlich das erreicht, was wir wollten. Im Gold ist natürlich ein bisschen ärgerlich, was er sich jetzt alles weggesnackt hat. Ich wollte das viel früher hier erobern, aber die Position zu halten da oben ist schon echt schwer. Da hätte ich viel früher agieren müssen und viel effektiver. Das ist aber nicht so schlimm. Heise? Bereite? Hey, ja. Dass ich soll. Uwere. 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 Hauwa. Da kommen sie schon wieder, die Schweine. Ja, dies war ich so.
So, wir dürfen die Armee jetzt nicht verlieren, weil wir haben kein Gold mehr, sonst können wir nur noch mit Trash spielen und das ist halt ein bisschen teuer alles. Ja, bereite, dass ich soll, Buwere. Und wir verkaufen Stein, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ein Gold ist halt ärgerlich, weil das halt wegsnackt wie sonst was. Wir müssen eigentlich hier rechts die Insel erobern. Ich könnte die Schiffe dazu nutzen. Boah. Okay, pass auf, wir versuchen, hier oben anzugreifen. Heiße? Ja. Das muss funktionieren. Ansonsten gehen wir direkt einen anderen Weg. Ja, Sestor, Heiße? Ja, streitet. Okay, pass auf, wir machen das so. Ihr greift auf jeden Fall schon mal hier an. Wir gehen hin, machen hier auf jeden Fall schon mal ganz viele davon. Bereite, Sasa. Das sollte funktionieren. Streitet. Hat die ganzen Ramböcke, holy shit. Ja. Sestoma. Voll Idioten. Dorfzentrum zerstören, ja. Bitte. Bereite. Wo will er hin? Achso, zum Sammelpunkt macht Sinn. Ja. Sasa. Ja, das ist ja. So. Dies ja, das ist so. Bereite. Streitet. So, die Tribocke bitte alle zusammen da drauf. Heiße? Der ist. Ach, dann soll er da stehen, dann ist mir auch egal. Ja, das ist ja, das ja. Ich dies war. Ja, Sasa. Heiße? Dies war. Zerstürme. Sasa. So, du gehst den bitte töten? Streitet. Ja. Ihr seid ein bisschen zu komisch das unterwegs. Ich soll. Ihr seid eigentlich auch eher zur Abdeckung da, falls der Gelbe kommen sollte. Dies war. Ich soll. Weil generell ist nicht so smart da. Wo ist der andere? Tribok. Achso, der wird noch gebaut, Leute. Da hinten, natürlich da hinten. Klar. Ja? Ja, das war ich soll. Zerstürme. So, immer schön jetzt in der Gruppe laufen hier, Leute. Bereite. Ja. Bringt alles um. Sehr gut. Heiße? Wenn das Ding kaputt ist, dann können wir weiterrollen da oben zur Kaserne. Das Ding ist quasi im Arsch. Sehr schön. Jetzt wird ganz kurz alles weggesnackt. Die Kanoniere müssen eigentlich einen ganz guten Lauf jetzt hier haben. Hey, aber. Es ist halt alles fast weggehackt. Wir hätten da deutlich schneller sein müssen. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, leider. Wieso fehlen mir drei Dorfbewohner? Habe ich doch extra gebaut, oder nicht? Hm? Komisch. Na, ist doch egal. Bereite. Ja, Sasa. Ja, schießt ja nicht auf die Gegner, sondern lieber auf die Ramme. Das reicht. Streitet. Lasst euch komplett wegbeten, einfach. Heiße? Oder eigentlich schon da vorne, lol. Bereite, ja, dass ich soll. Dies war. Das ist schwierig. Warte aber bitte ganz kurz, nicht, dass jetzt drauf geht, weil da jetzt wieder irgendwas anderes kommt gleich. Heiße? Ja. Das dachte ich mir schon, dass das passiert. Mach mal ganz kurz hier das Zeug kaputt. Alles, was weg ist, ist weg. Also mit dieser Mission musst du einfach generell deutlich schneller pushen. Der Lidl, da war eine echt gute Sache, bin ich ehrlich, aber hier, da waren wir deutlich zu langsam. Also wir hätten hier, wie ich es gesagt habe, direkt eine Burg hinsetzen müssen und so schnell wie möglich die zwei Goldreserven sammeln müssen. Die fehlen zwar komplett. Ja, wir haben wieder die Geschichte durch hier. Sasa, Heiße? Nice. Dies war, was ich soll. Bereite, ja. Dies war, Zerstürme. So, alle bitte da drauf. Ja, ja, du kannst den verfolgen. Er baut eine Kaserne. Also sie baut eine Kaserne, lol. Heiße? Dass ich soll. Dies war. Ja. Ja, streitet. Mach kaputt die Ramme. Haben wir eigentlich jetzt die letzte Forschung gemacht? Nee, hab ich vergessen, ne? Dachte ich mir schon. Ansonsten haben wir alles Wichtige eigentlich, ne? Ja. Ja. Was steht ihr denn da rum? Dann geht ihr halt einfach dahin. Das ist mir eigentlich auch egal. So, darauf bitte. Da kommen sie. Bereite, Sasa. Heiße? Dies war das. Ja, dies war. Sammelt euch, meine Freunde. Nein, ihr müsst alle bitte hier oben hingehen. Nicht darunter gehen. Das wäre sonst richtig dumm, wenn ihr euch aufteilt. Da oben hinstellen. Alles finde ich, was ihr seht. Er hat aufgegeben. Sehr schön. Wichtiger Punkt für uns. Ja. Streitet. Ja. Lol, er kann da hochrennen. Zerstürme. Was ist denn das für ein Hack? Okay. Interessant. Ja. Sasa. Heiße? Dass ich soll. Aber ist cool, ist cool, ist cool.
Einfach vollbauen, die ganzen Dinger, wird schon funktionieren. Bringt den Mönch hier kurz um, fein. Einfach den Mönch umbringen. Ihr werdet eh sterben da drin, aber ist egal. Halb so wild. Ja, dass ich soll. Das hat sich kurz genervt auf jeden Fall, das reicht. Heiße, dies war, dass ich soll. Ja, ja. Dies war, sehr gut. Dass ich soll. So, jetzt speichern wir. Das hätten wir viel früher machen müssen. Ich habe mir so Zeit gelassen, leider. Ja, ärgert mich ein bisschen. Ja, dies war, dass ich soll. Okay. Dann kommt mal mit, meine Freunde. Bereitet. Systeme. Lass dir ruhig Zeit. Treffen natürlich auch nicht, klar. So, mach kaputt. Heiße? Ja. Und schieß bitte auf den da oben. Ja. Bereitet. Ja. Heiße? Leute, bitte. Ihr müsst nicht zu dritt zu der gleichen Person laufen. Heiße? Dies war schon ein bisschen unnötig. Dass ich soll. So, bitte einmal dann auf den Turm. Das Tor können wir ganz kurz ignorieren. Das ist halb so wild. Oh. Wie nervig. Heiße? Naja. Heiße. Ja. So, hier ist Gold leer und das war's leider auch mit dem schönen Spektakel hier auch. Das ist das, was ich meinte. Ist halt ein bisschen ärgerlich dann alles. Aber egal. Dass ich soll. Dann gehen wir ganz kurz hier runter. Passt schon. Die beiden hacken da ja entspannt. Es hat gut geholfen, solange es halt geholfen hat. Schade. Ja. Aber egal, müsste eigentlich trotzdem reichen für die Gegner. So, ganz kurz da drauf. Ja. Hier wird jetzt alles getötet, was da rausläuft. Heiße, Sasa. Ja, ja. Systeme. Dies, was ich soll. Gar nicht zugelassen, dass ihr einer rausgeht, bitte. Dass ich soll. Systeme. Streetet. Sehr schön. Dies, was ich soll. Ja, auf den Hügel stellen für den Hill-Bonus. Und dann Schuss, meine Freunde. Heiße? Ja, also merke, bei dem am besten direkt auf Kanoniere, Triebocke und Hellebardiere gehen, ist glaube ich deutlich besser bei dem hier. Als das, wie ich es vorher hatte, nur mit Hellebardiere und Deutschrittern. Aber ich fand es halt irgendwie cooler. Weiß nicht. Aber letzten Endes war das dann so dann doch besser. Naja, kann es ja nicht wissen. Also hätte man schon wissen können, aber. Heiße? Ich soll. Sasa. Dumm gelaufen. Bereite. Was mich eher ärgert, finde ich ehrlich, ist, dass ich das ganze Gold hier nicht bekommen habe. Dadurch habe ich mich selber quasi stark blockiert. Hauber. Ärgerlicherweise. Mit dem Lilanen lief es echt richtig gut. Das war fantastisch. Der lief genau nach Plan. Kannst du nicht den angreifen? Du kannst den noch bestimmt angreifen, oder? Safe kannst du ihn angreifen. Nicht! Krass, der ist gerade so aus der Reichweite raus. Okay. Also wie lächerlich der Gelbe jetzt im Endeffekt war, ne? Krass. Wobei, mach ich da auf, ist eigentlich egal. Heiße? Bereite? Ja. So, und nach unten fliegen kann er nicht. Bereite? So, unser Trupp 0. Geht jetzt ganz kurz hier du hacken. Wäre. 10 weniger geht er da hacken. Jetzt ist hier auch voll ruhig, weißt du? Das ist so ärgerlich mit dem Gold. Bin ich ehrlich, du. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch deswegen jetzt den Gegner so einfach besiegen können, jetzt Richtung Ende hin. Weil ihm das Gold ausgegangen ist. Kann ja auch sein. Systeme. So, zusammenbauen wir da, Leute. Bereite, ja. Der Gelbe müsste eigentlich aufgeben. Heiße? Ja. Ja. Sasa. Systeme. Killt ihn. So ist fein. Ihr gebt bitte weiter vor, macht erstmal den Turm kaputt. Und schön die letzten Leute wegfinishen. Eine Universität, lol. Was macht er denn da? Die denn da? Bereite. Sasa. Systeme. Nervig mit dem Typen da hinten? Dass ich soll. Ja. Sehr gut. Heiße. Streetet. Dies war, ja. So, mach jetzt ganzes das Ding kaputt, dann sind die mich automatisch in der Reichweite drin, dann ist gut. Das war's mit den Gelben. Und dann können wir uns mal neu da oben aufbauen. Oder hier landen für Gold und so, wäre vielleicht auch ganz smart. Weiß ich noch nicht. Bereite, ja, streetet. Bereite. Grüner Armbrustschütze, okay. Ja. Muss er wissen. Systeme. Heiße? Hab ich echt einen verloren jetzt hier? Frecher Mönch.
Ja? Vernichtet alles, was ihr sehen könnt. So ist gut. Oh, eine Paladin. Sasa. Ja, Sasa, streitet. Oh, geht aber easy. Eine Salve tot. Nice. Ich bin mittlerweile sowieso der Meinung, dass so 30 bis 40 Einheiten die perfekte Gruppengröße sind. 60 finde ich mittlerweile irgendwie zu groß tatsächlich. Dies war. Weil sonst hast du eh meistens so ein Overkill, weißt du? Oh, was geht denn da jetzt ab gerade? Hier kommt aber plötzlich alles angelaufen. Okay. Muss er wissen? Hey, Sir, dies war. Lol. Hä? Warte mal, das war jetzt ein bisschen dumm. Ja? Ja. Sasa. Hey, Sir. Das ich soll. Ja. Killt den Mönch bitte. Der Reiter. Ja. Ich soll. Zerstürme. Ah, der Grüne wird halt instant gekillt. Mit Kavalier kann er nicht mitkommen. Hey, Sir. Ja. Dies, dies war. So, Tor ist auch offen. Nice. Hätten wir ihn nicht gebraucht, weil wir hier durchlaufen können, aber fürs Prinzip. Bereite, streitet, zerstürme. Okay, jetzt sind die Armerschützen natürlich gegen uns ein bisschen. Geht aber trotzdem alles easy. So, weiter nach oben bitte. Bereite, ach, ich bin gefunden. Das ist ja schick. Hey, ja? Die stehen die ganze Zeit übrigens hier rum. Auch Hauber. Wieder richtig smart gewesen. Hauber. Bereite. Hauber. Hey, Hauber. Ja? Dass ich soll. Hauber. Scheiße. Ich finde, das Idle ist diese Runde doch echt schwierig. Ja, ja. Streeted. Hey, Sasa. Könnte mit der ganzen Zentrum gehen. Das wird super freundlich. Hey, Sir. Dass ich soll. Dies war. Ja? Er wird getroffen, oder? Der trifft safe. Oh. Hey, Sir. Ja. Da sind ein paar draufgegangen jetzt insgesamt. Der hat einen guten Hit gelandet. Dass ich soll. Dies war. Die laufen zurück. Alter, seid ihr dumm. Dass ich soll. Hm, wir müssen gruppieren. Wir laufen den ganzen Weg zurück. Dies das war. Ist smart. Idioten. Ja. So, dann meine Herrschaften. Das Dorf zum Zerstören. Bereite. Zerstürme. Ja, Sasa. Bereite. Ja. Ei, Kadamba. Pace, dass ich soll. Streetet. Bereite. Hä? Die teilen sich in alle Richtungen auf, Pace, wo die ein Ziel haben. Hm, macht Sinn. Ja. Sasa. Dies war. Ja. Dass ich soll. Streetet. Ja. Zerstürme. Dass ich soll. Sasa. Ja. Ja. Dies war. Zerstürme. Dass ich soll. Ja. So, nach vorne rollen bitte. Ja. Streeted. Sasa. Ja. Bring ihn um. Du sollst den angreifen. Niemand. Den. Den bitte. Danke. Scheiße, Arbeitsverweigerer hier mal wieder. Dies war. Heiße. Zerstürme. Ja. So ist fein. Ja. Sasa. Na, geht doch. Ah, die Schiffe, ne? Die halten hier so viel weg einfach. Insane. Dass die Schiffe den Liedern besiegen und danach den Grünen außer Gefecht setzen, finde ich echt krass. So, du greifst das an. Und er greift den da an. Heiße? Und er geht schon mal darüber. Habt da wenigstens was zu tun. Heiße? Heiße? Das war. Ihr beide seid hier natürlich komplett sinnlos unterwegs, weil Gold leer. Aber ihr könnt da ran. Und dann gibt's ja da kein Gold mehr, weil das habe ich ein bisschen verschissen wegen zu langsam. Tja, ja, machst du nichts. Buwe, dann geht einfach Holzhacken da. Ist auch egal. Bereite. Ja, dies so, war das hätten wir alles. Der Gelbe müsste jetzt eigentlich Heiße? Wert sein. Ich soll. Ja, dies war. Dass ich soll. Sollte er? Sollte reichen. Ja. Ja, das war. So, mal kurz ein bisschen Gold ansammeln hier. Aber das Stein brauchen wir eh nicht mehr hier. Die ganzen Steine, das ist Quatsch. Also rein damit. Ja. So, zusammenbauen bitte, du musst mich mitkommen. Na gut, okay. Er kommt mit Kavalieren gegen Hellebardiere. Muss er wissen, ne? Warte, wie viele Einheiten hier stehen. Und die ganzen Dorfbewohner, ne? Wie viel Holz wir den quasi weghalten. Das ist richtig gut. Zerstürme. Ja? Sasa. So. Hier macht es eigentlich keinen Sinn, Dingens zu machen, sondern wir machen eher Plänkler jetzt hier hin.
wo ich nur Trash nutzen. Machen aber noch mal ganz kurz zwei Matriebocke, weil die sind leider kaputt gegangen. Heiße? Ja, Hauber. Ja, das okay, dann wartet ihr einfach ganz kurz schon am Schiff, bis sie es abgebaut haben. Weil dann könnt ihr mich gleich wechseln und irgendwie, keine Ahnung, Ressourcen sammeln. Bereite. Heiße? Das war Sir Sturme. So, du rollst auch bitte rüber. Alter, der Weg ist echt weit, ne? Krass. Vor allem für Triebocke. Aber er hat schon wieder neu aufgebaut hier, ne? Das ist schon wieder nervig mit ihm. Ich frage mich, ob die Ressourcen auch weggesammelt haben. Ich meine, jetzt brauchen wir sie nicht mehr, ne? Aber kann ich mir gut vorstellen, dass sie es getan haben. Die Schweine. Bereite. Mhm. Die Helebardiere sind jetzt hier ein bisschen nutzlos irgendwie. Außer natürlich gegen die Kavaliere, aber... Hm. Schwierig. Ja. Der Reiter. Ja. Einfach nachschieben, Leute. Einfach rein. Streetet. Bereite. Hey, ja. So, die sind fertig. Ihr drei habt ganz kurz einen Job. Ihr könnt mal ganz kurz hier hinkommen und schon mal neu aufbauen. Leute? Ja, streetet. Macht ihr bitte mal ganz kurz den Rambo kaputt, danke. Die brauchen wir nicht mehr. Die eigentlich auch nicht wirklich. Die machen wir lieber hier oben neu. Schuss, Schuss. Heiße? Ja. Jetzt baut er sich damit drin auf, ne? Toll. Muss er wissen. Ah, ne, jetzt ist er tot. Okay. Ja, der Marktplatz war wahrscheinlich das Entscheidende. Cool. Bereite. Zerstürme. Ja. Sasa. Heiße? Ja. So, der Tribor geht schon mal da drauf. Die beiden gehen da drauf. Der geht dann einfach mal auf die Universität, weil warum nicht? So, jetzt ist die Frage, meint ihr, der steht hier noch oder meint ihr nicht? Was war ja ein orangener Deutschritter, glaube ich, heißt sogar, ne, der da stand? Ja, ja. Der sollte ja eigentlich weg sein. Theoretisch. Hey, ja. Muss nicht sein. Bereite, ja. Kommt eigentlich der nächste Tribok noch ganz kurz, bitte? Ja, dass ich soll, ja. Da ist er ja. Fein. Ja. Also, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass hier unten die Basis deutlich besser ist. Ich fände es auf jeden Fall smart. Meine Grundidee hätte man deutlich besser ausführen müssen. Man hätte sich sofort hier drauf konzentrieren müssen, das Gold auch zu bekommen. Oder sich hier oben hinzusetzen, da zuzumachen irgendwie und dann hier das Gold zu sammeln oder so. Keine Ahnung. Hey, irgendwie so auf jeden Fall. Dass ich soll. Stech den ab, ist mir egal. Hat sich gelohnt. Du wäre. So. Ja, dass ich soll. Ja. Du wäre. Mal kurz, ganz kurz immer scouten. So ist gut. Hey, ja. Streetet. So. Und wer Junitz bitte? Universität. Ja, musst du wissen. Wo ist denn der Tribok? Da ist er ja. Nett. Bereite. Ah, du musst eigentlich relativ einfach sterben jetzt hier. Das war so. Zerstürme. Wow, 300 Damage machen die. Krass. Heiße? Nicht schlecht. Bin überrascht. Ja? Nett. Bereite. Sasa. Ha, wie er bauen wollte. Ja. Rumgelaufen. Ja. Sasa. Zerstürme. Hey, ja. Buwere. Hey, ja. Und dann wieder in die Arbeit gehen. Warte. Die brauchen noch ein bisschen. Und
Heise, streitet. So, Herrschaften. Sasa. Immer rein da. Zusammenbauen bitte. Weil die Burg lässt sich nicht von alleine töten. Ah ja, natürlich war da ein einziger Kavalier. Ein einziger, der sich dachte, boah, die Goldhacker, die snack ich mir jetzt. War ja klar. Ist das dumm. Ein einziger, ey. Ja, das ist halt das Problem, was du mit KIs hast und vielleicht zu echten Spielern. Die decken halt wirklich jeden Millimeter ab. Das ist krass. Wenn du so richtig viele KIs hast, die decken wirklich an jeden einzelnen Zentimeter der Karte. Und du kommst nirgendwo durch. Das ist schon insane. So, aggressiv bitte in die Richtung. Na, dumm gelaufen. Gebäude fällt auch dadurch. Machst du nichts. Kaputt. Und Burg zerstören, aber viel hat er ja nicht mehr. Der konnte ja auch nie seine Basis verlassen, ja. Der hat ja keinen Holzzugang. Aber interessant, dass sie die Insel hier rechts alleine lassen. Das ist gut zu wissen, weil ich dachte, da sammelt er dann auch. Lol. Das dazu übrigens. Aber das Gold lassen die trotzdem stehen. Also rein theoretisch hättest du dann Zugang zu gutem Gold. Das ist sehr interessant. Gut zu wissen. Der trifft ihn, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee. Nein, warte. Jetzt, ich treffe ihn nicht. Mach, was du willst einfach. Komm, ist egal. Ja. Heise, streitet. So, was sollte alles passen hier? Sehr schön. Bereitet. Sasa, heise. Ja. Da ist noch ein Holzfällerlager, was ihr vernichten könnt. Okay, also am besten, pass auf, dann habe ich eine kleine Planänderung. Da muss ich ganz kurz eben, ich kann es eben so sagen. Also, hier direkt hin zu pushen, Gold sammeln, ist eine gute Idee, aber ich glaube, es wäre sogar schon fast safer, mit Dorfbewohnern hier zu landen, ein paar Einheiten mitzunehmen, hier dicht zu machen, also ganz einfach mit Mauern oder Toren einfach zuzumachen. Ein Gebäude würde ich, glaube ich, nicht mal draufbauen, damit es kein Ziel ist, und einfach Ressourcen sammeln hier. Also einfach die ganzen Goldsachen so mitnehmen. Dann sind die anderen Gegner ein bisschen einfacher und dann kannst du das hier unten auch noch einfacher freikämpfen. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich ein bisschen smarter. Ich wollte schon sagen, die habe ich jetzt schon mehrmals weggeschickt, aber die scheinen da irgendwie stuck zu sein. Lol. Hab ich auch noch nicht gehabt. Heise, streitet. Ja. Zerstürme. Bereite. Streitet. So, aber der Grüne war am einfachsten, weil der doch keine Ressourcen mehr gehabt, wirklich. Naja. Ja. Ja. Heise. Sasa. Jetzt ist die Frage, finden wir, ob das Königsklasse ist oder nicht? Ich weiß es nicht. Heise? Schwierig zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ja, Zerstürme. Bereite, ja. Also ich würde sogar schon fast sagen, dass das... Er wird sterben, ne? Er wird sterben. Dumm gelaufen. Also ich würde trotzdem sagen, ich finde, das hat die Königsklasse trotzdem verdient, weil die Gegner sind allesamt relativ stark unterwegs. Es kommen viele, viele, viele Angriffe tatsächlich nach der Zeit rein. Die Angriffe sind bestehend aus großen Gruppen. Guter Vielfalt von Gegnern, aber trotzdem, dass es auch fair ist. Die machen nicht alles, sondern jeder macht so seine Spezialgebiete mit rein. Das finde ich halt gut. Und doch hast es halt auch so, dass du, ich sag mal, Ressourcenkampf hast. Was hast du selten? Oft ist es so, dass die Gegner halt einen Ressourcenvorrat haben, der ist irgendwie unendlich. Gerade bei neueren Kampagnen kommt das öfter vor. Oder bei Return of Rome. Hier musst du wirklich drum kämpfen. Also wenn der Gegner hier schneller ist als du, dann ist er schneller. Dann hast du halt weniger Gold. Ne? Du hast auf beiden Seiten genug Ressourcen, um dich aufzubauen, aber zu wenig Ressourcen, um einen Langzeitkampf zu führen. Finde ich eigentlich eine faire Sache. Also ich finde die Mission richtig gut tatsächlich. Ich fand die damals wahrscheinlich ziemlich scheiße, weil ich noch deutlich schlechter war. Aber insgesamt gesehen ist die echt fantastisch. Ganz ehrlich. Dass ich soll. Berete. Das war, dass ich das soll. War. So bitte. Holzer. Ja, dies war, dass ich soll. Wieso gibt denn der nicht auf? Bereite. Ist das jetzt euer Ernst? Also for real? Ich wegen dem? Wirklich? Wegen einem Soldaten? Krass. Okay, müssen die wissen. Aber ich finde, die ist aber auch fair gestaltet, irgendwie, die Mission. Ich fand die damals wahrscheinlich unfair, gehe ich von aus. Wie gesagt, ich war schlechter. Aber die Ressourcen werden hier echt nicht angefasst. Also nicht mal die Bärensträucher oder so. Gar nichts. Das ist echt gut. Das heißt, du kannst wirklich erstmal hier aufbauen, deinen Kampf führen und dann hier hinten rüber wechseln, um Ressourcen zu sammeln. Das ist echt nice gemacht, tatsächlich.
Und die Schiffe, die kannst, also du kannst dich auch gut positionieren, kannst zwei Gegner rausnehmen. Du musst ein bisschen micromanagen, wenn du noch wenige Verluste haben willst, so. Das ist schon eine echt gut gemachte Mission. Nice. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Cool. So, Erschießungskommando, bitte mal runtergehen. Heiße? Ja, dies war Sir Stürmer. Dass jetzt einfach ein verkackter Kavalier übrig bleibt, ne? Das Witzige ist, ist genau der Kavalier, der mir die Goldhacker getötet hat. Klassiker, einfach fantastisch. Machst du nichts. Ja, Buvere. Bereite. Buvere. Ja. Holzer. Buvere. Bereite. Buvere. Das war komplett unnötig, aber warum nicht? Und ich finde, alle Gegner sind relativ einfach zu besiegen, tatsächlich so einzeln gesehen. Es reicht mit einer relativ normalen Armee reinzugehen. Kein großer Kampf. Und so krass viel Umbauen haben die tatsächlich gar nicht gemacht. Der wollte sich zwar hier und da mal wieder aufbauen, aber doch nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Nicht schlecht. Sasa. Streetet. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von der Mission. Und du selber musst auch oft umsteigen. Wir haben Fernkämpfer, wir haben Nahkämpfer, wir haben die ganzen Schiffe gemacht. Wir haben ja auch eine große Vielfalt drin. Aber ich finde, sie hat es trotzdem echt verdient, die Königsklasse zu sein. Weil die halt trotzdem sehr schwer ist und du musst halt echt gut aufpassen hier und da. Fantastisch. Eine wirklich coole Mission. Hätte ich nicht gedacht, aber... Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eine in der Top... Ich würde sagen, Top 10 der besten Missionen, die ich so kenne. Nice. 1119 Kills. Leck mich am Arsch. Ja, bei meiner Konstellation war Gelb tatsächlich der gefährlichste mit seinen Paladin und seinen Mönchen und seinen Fernkampf. Also der war echt der krasseste. Am schwächsten fand ich tatsächlich Heinrich den Löwen. Zwar war Venedig am schwächsten jetzt hier von Kills, ja. Aber der hatte halt auch das Pech, dass er halt auf Wasser wegen relativ schnell gepusht wurde. Sonst ist der halt auch echt nervig, finde ich. Der Grüne, der wurde halt echt gut rausgenommen mit den Schiffen. Der konnte sich ja quasi gar nicht mehr aufbauen. Und dadurch hatten wir im Endeffekt ein 2 gegen 1, ne? Krass, das war eine echt geile Mission. Ja, die sind ja sogar geteamt. Aber ohne Heinrich den Löwen. Ui. Also die Team sind ja, aber dass die ohne den Heinrich den Löwen sind, ist interessant. Okay. Aber guck mal, ressourcentechnisch sind wir trotzdem über denen überall. Der Stein ist halt insane, ne? Also mit Stein wirst du echt zugeschissen. 99%. Cool. Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich dachte, das wird eine richtige Scheißmission, weil ich die richtig kacke in Erinnerung hatte. Bin aber vom großen Positiven überrascht worden. Da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.